Das Leuchten des Meeres. Wenn das eilende Schiff jenseits der Kanarischen Inseln steuert und bei einbrechender Nacht die Wellen durchschneidet, pflegt es zu geschehen, dass es plötzlich stillsteht und mehrere Augenblicke lang weder vor noch rückwärts geht. Der Schiffer sagt dann gewöhnlich, die Windstille des Ostpassats ist im Anzuge. Aber in Wahrheit schreckt das Fahrzeug vor der unermesslichen Wasserwüste, die ihm entgegengähnt, zurück. Doch schnell fasst der günstige Wind in den Bauch seiner Segel und peitscht es fort auf die endlose Bahn. Dann fahren die Wogen zu beiden Seiten auseinander. Es glänzt wie tausend und abertausend Sterne und der Schimmer der reichen Perlenflut des Meeres scheint des Sternenschimmers im ewigen Blau zu spotten. Mit forschendem Auge folgt der Kenner der Natur dieser Erscheinung und nennt die funkelnden Sterne Tierchen, die einem so seltsamen Glanz von sich ausströmen, oder beweist in einer gelehrten Abhandlung, dass es Salzteile sind, die diesen hellen Schein verursachen. Der alte Willi aber, der nun bereits mehr als 40 Mal über den Äquator hinaussegelte und jetzt mit klugem Blick vom Steuer aus über die glitzernde Fläche schaut, weiß es besser. Und er erzählt von dem Leuchten des Meeres allen, die es hören wollen, folgende wunderbare, aber höchst wahrhafte Geschichte. Es ist lange Zeit her, weit früher als der eilende Kiel irgendeines kühnen Seemanns in dieses Gewässer kam, dass die Dinge ringsumher eine ganz andere Gestalt hatten als heute. Jetzt heben sich am äußersten Horizont die Wellen gleich stattlichen Hügeln empor und stürzten gleich darauf in sich zusammen. Das geschah damals nicht. Sie standen vielmehr unbeweglich und waren nichts anderes als wunderliche Inseln, die aus den weiten Ozeanen auftauchen und mit ihren lieblichen, zarten Grün das Auge des Schauenden erfreuten. In einem weiten Halbkreis standen sie in unabsehbarer Reihe nebeneinander. Da fand sich Überfluss an schönen Früchten und lieblich duftenden Bäumen. Die Bäume neigten ihre Zweige zur Erde und bildeten schattige Lauben. Weiter bedurften die genügsamen Menschen, die diese glücklichen Inseln bewohnten, nichts. Sie lebten in stiller Zufriedenheit miteinander, ohne Wunsch und ohne Sehnsucht, als ob ihre Inseln das einzige Reich der Welt wären und es kein anderes Glück gäbe, als Früchte zu essen und lustig in den Tag hineinzuspringen. Eine gütige Fee beherrschte diese Unschuldswelt mit der zarten Sorgfalt, dass keinem ihrer Untertanen Kunde werde von dem, was jenseits der glückseligen Inseln vorgehe. Unfern von diesem Ehrenparadies erhob sich eine finstere Gebirgsmasse, dem Auge des Sterblichen nicht sichtbar, denn die wohltätige Fee hatte sie mit einem dichten Nebelschleier verhüllt. Hier herrschte ein böser Zauberer, ein natürlicher Sohn des Neides und der Missgunst, der das Glück jener Insulaner mit verbissenem Grimm anschaute und sie gern dem Verderben geopfert hätte. Aber die Fee, die Absichten ihres bösen Nachbarn nur zu gut erriet, machte durch einen mächtigen Talisman all seine bösen Anschläge wirkungslos. Darüber erboste sich jener arglistige Zauberer sehr, verließ in dunkler Nacht sein Gebirge und erregte einen furchtbaren Sturm, der das Meer in eine solche Bewegung brachte, dass die Wellen sich wolkenhoch türmten und dann auf die grünenden Inseln herabstürzten. Die Fee jedoch tauchte aus den Wogen auf und sah die tobenden Elemente mit einem so mild bittenden Blick an, dass deren Zorn sich legte und sie ruhig vorüberzogen. Nun warf der böse Zauberer einen schwarzen Mantel um seine Schultern und nahm seinen Flug nach Spaniens Bergen. Dort, in der Mitte seiner Genossen, hielt er lange Rat und kehrte dann wieder nach seinem Wohnsitz zurück, der immer unscheinbarer ward und endlich spurlos in die Tiefen des Meeres sank. Darüber freute sich die gute Fee sehr. Sie glaubte sich von ihrem bösen Gegner gänzlich befreit und ward sorgloser als bisher. Aber zu ihrem eigenen Verderben.
Eine lange Zeit war seit jener fürchterlichen Nacht verstrichen. Die Fee befand sich auf Reisen, um mehrere ihrer geliebten Schwestern im Orient zu besuchen und ihnen mit Rat und Tat beizustehen. Da sah man die Bewohner der grünen Eilande eines Morgens verwundert auf eine stattliche Insel blicken, die über Nacht aus der See hervorgewachsen war. Sie erschien bedeutend größer als die übrigen. Das Grün, das sie bedeckte, war blendender und mit vielen anderen schönen Farben untermischt, die sich gar lieblich in der Morgensonne spiegelten. Lange staunten die Insulaner diese Erscheinung an, endlich aber berieten sie sich, bestiegen ihre Boote und ruderten dem neu entstandenen Eiland zu. Kaum hatten sie ihr Unternehmen begonnen, als ein schwarzer Vogel, man konnte kaum sehen, woher er so schnell kam, in die Luft stieg und mit seinen weit ausgebreiteten Flügeln die ganze Gegend verfinsterte. Dies böse Zeichen hätte sie warnen sollen, aber sie gaben nichts darauf und landeten an der unbekannten Insel. Je tiefer sie in das Land hineingingen, desto weiter dehnte es sich vor ihnen aus, sodass sie schon die Besorgnis hegten, sie würden den Ort, wo sie gelandet waren, nicht wiederfinden. Mehrere von ihnen rieten bereits zur Umkehr, als sie einen Mann auf dem Rasen sitzen gewahrten, ganz so geformt wie sie, nur dass er weit größer war als einer von ihnen. Der Mann rief den Ankommenden mit dem freundlichsten Lächeln ein Willkommen zu und bat sie, neben ihm auf dem Rasen Platz zu nehmen. »Ich wollte euch wohl von den Früchten, die meine Insel hervorbringen mag, einige zur Erquickung anbieten«, sprach er schlau. »Aber ich weiß nicht, wie es damit aussieht, denn ich kümmere mich nicht darum. Ich bedarf dieser Nahrung nicht, da mir etwas viel Besseres bleibt als jene Früchte, deren Genuss ja auch jedem Tier freisteht.« Mit diesen Worten griff er vor sich in den Rasen hinein und brachte eine Menge glänzender Dinge hervor, mit denen er spielte und um sich warf. Die Insulaner blickten erstaunt darauf und konnten sich nicht genug verwundern über das, was sie sahen. Der Mann aber lachte über sie und forderte sie auf, ein gleiches Spiel zu versuchen. Da griffen alle Hände in den Rasen hinein und brachten von dem glänzenden Schmuck so viel zum Vorschein, wie sie nur zu fassen vermochten. Und bald leuchtete die Ebene, dass es schien, als habe die Sonne sich auf sie herabgestürzt. Als nun die Insulaner sich noch immer über diese Herrlichkeiten wunderten und darüber Essen und Trinken vergaßen, sprach der Mann mit verweisendem Ton: »Ihr Toren! Warum gehorcht ihr den Befehlen einer geizigen Frau, die euch jene Herrlichkeiten nicht gönnt, sondern sie lieber für sich behalten will? Warum krabbelt ihr auf der Oberfläche eurer Insel umher und dringt nicht in die Geheimnisse eurer Berge, die eben solche Reichtümer verschließen wie die meinigen? Ihr seid ein jämmerliches Volk, das ich verachte. Geht, eure Gegenwart stört mich.« Damit wandte er ihnen den Rücken zu, und die Insulaner, die sich im Nu in ihre Boote versetzt sahen, schifften wortkarg, aber gedankenvoll zu ihren Inseln zurück. Stumm gingen sie in der alten Heimat nebeneinander her. Nichts machte ihnen mehr Freude, und tagelang starrten sie nach jener Insel, wo sie einen fremden Mann zu erblicken glaubten, wie er mit den unterirdischen Schätzen spielte. Endlich wagte es einer von ihnen, das seltsame Spiel des Fremden in seiner Heimat zu beginnen. Er warf sich auf den Rasen, wühlte ihn auf und brachte mit einem Freudenschrei Hände voll jenes glänzenden Spielwerks hervor. Die übrigen machten es ihm nach, und in kurzer Zeit waren die lieblichen grünen Hügel aufgewühlt, die Blumen wurden als unnütz weggeworfen, die Bäume gefällt, und jeder suchte so viel Gold, Perlen und Edelsteine wie nur möglich zu erlangen. Mit diesen Schätzen aber hielt der Neid Einzug in ihre Herzen. Einer beneidete den anderen. Jeder glaubte, er besitze noch lange nicht so viel wie sein Nachbar, während dieser mit gierigen Blicken nach den Genossen schielte. Nun glaubten sie sich mit ihren Reichtümern in den Lauben, die die Natur ihnen erbaut hatte, nicht mehr sicher und errichteten festere Wohnungen. Ein offener Krieg brach aus und ein geheimer. Denn wem es nicht gelingen wollte, sich fremder Schätzer mit Gewalt zu bemächtigen, der versuchte es durch List oder Betrug. Und ruhte nicht eher, bis er sein Vorhaben ausgeführt hatte oder darüber zugrunde gegangen war. Um diese Zeit kehrte die Fee von ihrer Fahrt aus dem Orient zurück
und fuhr in ihrer Rosengondel, von 4 silbernen Schwänen gezogen, über den Ozean. Als sie die neu aufgetauchte Insel entdeckte, erstaunte sie sehr. Aber bald verwandelte sich ihr Erstaunen in Schrecken, denn ihr alter Erbfeind, der Zauberer, schwamm auf einem Hai sitzend heran und sagte höhnisch: »Nun wirst du sehen, ob ich in der Zeit deiner Abwesenheit die Wirtschaft gut bestellt habe und ob ich hoffen darf, dass du mit meiner Aussaat zufrieden bist. Sie ist bereits zum Verwundern gut aufgegangen und ich wünsche nur, dass ihre Früchte dir so wohl bekommen mögen wie dein lieben Kindlein.« Und als er das gesagt hatte, lachte er laut auf und versank samt seiner Insel in der Tiefe. Außer sich vor Schmerz begab sich die Fee zu ihren geliebten Inseln, sah die Zerstörung und rief ihre Untertanen zusammen, die sehr säumig waren, weil sie sich von ihren eingebildeten Schätzen nicht zu trennen vermochten, um die Befehle ihrer Gebieterin zu hören. Diese hielt ihnen ihr Unrecht mit bewegter Stimme vor und wollte sie auf die Bahn weiser Mäßigung zurückführen. Aber sie hatten für diese Ermahnung ein lässiges Ohr. Sie trotzten ihrer Wohltäterin und machten ihr Vorwürfe, dass sie ihnen das Geheimnis der Berge bisher verborgen habe, nur um ihrer eigenen Habsucht zu frönen. Das aber sollte ihr nicht mehr gelingen. Außerdem brauchten sie sie ferner nicht. Sie wollten von dieser Stunde an nach ihrer eigenen Neigung leben. Da beschloss die Fee, die Verwegenen zu bestrafen und sagte mit großem Ernst: »Ihr Undankbaren habt es verscherzt, dass ich euch weiter beschütze. Ihr habt euch euer Schicksal selbst geschaffen. Ich verlasse euch, aber die Schätze der Finsternis gehören nicht dem Sonnenlicht. Darum mögen sie versinken in der Nacht des Meeres, und da euch so sehr nach ihnen gelüstet, so folgt ihnen nach.« Kaum hatte sie dies gesprochen, als alle Edelsteine, alle Perlen und alles Gold hinabrollten in die Tiefe des Meeres. Die Insulaner aber sahen den entschwundenen Schätzen mit stieren Blicken nach und stürzten sich mit lautem Geschrei in die Flut. Da warf die Fee, überwältigt von tiefem Schmerz, den Talisman, wodurch sie diese glückliche Insel bisher beherrschte, weit von sich und entschwebte in der Gestalt einer Taube zum Himmel. Die Hügel aber sanken in sich zusammen und mischten sich mit den Wellen, die Rosengondel und die Silberschwäne bedeckend. Die Insulaner raffen gierig die versunkenen Schätze auf dem Boden des Meeres zusammen. Und wenn sie sich genug beladen, streben sie nach dem Sonnenlicht. Aber den festen Boden vermissend, lassen sie die schimmernde Last fallen und tauchen aufs Neue bis auf den Grund, das trügerische Spiel zu wiederholen. Das ist das Leuchten des Meeres. Goldtöchterchen. Vor dem Tor, gleich an der Wiese, stand ein Haus. Darin wohnten zwei Leute, die hatten nur ein einziges Kind, ein kleines Mädchen. Das nannten sie Goldtöchterchen. Es war ein liebes, kriegeles kleines Ding, flink wie ein Wiesel. Eines Morgens geht die Mutter früh in die Küche, Milch zu holen. Da steigt das Ding aus dem Bett und stellt sich im Hemdchen in die Haustüre. Nun war ein wunderherrlicher Sommermorgen und wie es so in der Haustüre steht, denkt es: »Vielleicht regnet's morgen, da ist besser, du gehst heute spazieren.« Wie es so denkt, geht's auch schon, läuft's hinters Haus auf die Wiese und von der Wiese bis an den Busch. Wie es an den Busch kommt, wackeln die Haselbüsche ganz ernsthaft mit den Zweigen und rufen: »Nacktfrosch im Hemde! Was willst du in der Fremde? Hat kein Schuh und hast kein Hos, hast ein einzig Strümpfel bloß. Wirst du nur den Strumpf verlieren, musst du dir ein Bein erfrieren. Geh nur wieder heime, mach dich auf die Beine.« Aber es hört nicht, sondern läuft in den Busch. Und wie es durch den Busch ist, kommt es an den Teich. Da steht die Ente am Ufer mit einer voller Mandeljunger, alle goldgelb wie die Eidotter, und fängt entsetzlich an zu schnattern. Dann läuft sie Goldtöchterchen entgegen, sperrt den Schnabel auf und tut, als wenn sie es fressen wollte. Aber Goldtöchterchen fürchtet sich nicht, geht gerade darauf los und sagt: »Ente, du Schnatterlieschen, halt doch den Schnabel und schweig ein bisschen.« »Ach,
sagt die Ente. Du bist's, Goldtöchterchen. Ich hatte dich gar nicht erkannt. Nimmst mir nur nicht übel. Nein, du tust uns nichts. Wie geht's dir denn? Wie geht's dem deinen Herrn Vater und deiner Frau Mutter? Das ist ja recht schön, dass du uns einmal besuchst. Das ist ja eine große Ehre für uns. Da bist du wohl recht früh aufgestanden? Also du willst ja wohl auch einmal unseren Teich besehen? Eine recht schöne Gegend, nicht wahr? Wie sie ausgeschnattert hat, fragt Goldtöchterchen. Sag einmal, Ente, wo hast du denn die vielen kleinen Kanarienvögel her? Kanarienvögel? Wiederholt die Ente. Ich bitte dich, es sind ja bloß meine Jungen. Aber sie singen ja so fein und haben keine Federn, sondern bloß Haare. Was bekommen denn deine kleinen Kanarienvögel zu essen? Die trinken klares Wasser und essen feinen Sand. Davon können sie aber unmöglich wachsen. Doch, doch, sagt die Ente. Der liebe Gott segnet's ihnen. Und dann ist auch zuweilen im Sand ein Würzelchen und im Wasser ein Wurm oder eine Schnecke. Habt ihr denn keine Brücke? Fragt dann weiter Goldtöchterchen. Nein, sagt die Ente, eine Brücke haben wir nun allerdings leider nicht. Wenn du aber über den Teich willst, will ich dich gern hinüberfahren. Darauf geht die Ente ins Wasser, bricht ein großes Wasserrosenblatt ab, setzt Goldtöchterchen darauf, nimmt den langen Stängel in den Schnabel und fährt Goldtöchterchen hinüber. Und die kleinen Entchen schwimmen munter nebenher. Schönen Dank, Ente, sagt Goldtöchterchen, als es drüben angekommen ist. Keine Ursache, sagt die Ente. Wenn du mich mal wieder brauchst, stehe ich gern zu Diensten. Empfiehl mich deinen Eltern. Schön adieu. Auf der anderen Seite des Teiches ist wieder eine große grüne Wiese. Auf der geht Goldtöchterchen weiter spazieren. Nicht lange, so sieht es einen Storch. Auf den läuft es geradezu. Guten Morgen, Storch, sagt's. Was isst du denn, was so grünscheckig aussieht und dabei quakt? Zappelsalat, antwortet der Storch. Zappelsalat, Goldtöchterchen. Gib mir auch was, ich bin hungrig. Zappelsalat ist nichts für dich, sagt der Storch, geht an den Bach, taucht mit seinem langen Schnabel tief unter und holt erst einen goldenen Becher mit Milch und dann eine Wecke heraus. Darauf hebt er den rechten Flügel und lässt eine Zuckertüte herunterfallen. Goldtöchterchen lässt sich nicht zweimal sagen, sondern setzt sich hin und isst und trinkt. Wie es satt ist, sagt's, einen schönen Dank und gute Gesundheit dein Leben lang. Darauf läuft's weiter. Nicht lange, so kommt ein kleiner blauer Schmetterling geflogen. Kleines Blaues, sagt Goldtöchterchen, wollen wir uns ein wenig haschen? Ich bin zufrieden, antwortet der Schmetterling. Aber du darfst mich nicht angreifen, damit nichts abgeht. Nun haschen sie sich lustig auf der Wiese herum, bis es Abend wird. Wie es anfängt zu dämmern, setzt sich Goldtöchterchen hin und denkt, jetzt willst du dich ausruhen, dann gehst du nach Hause. Wie es so sitzt, merkt's, dass die Blumen im Grase auch schon alle müde sind und einschlafen wollen. Die Gänseblümchen nicken ganz schläfrig mit dem Kopfe, richtet sich dann noch einmal auf, sieht sich mit gläsernen Augen um und dann nickt's noch einmal. Da steht eine weiße Aster daneben und das war jedenfalls die Mutter und sagt, Gänseblümchen, mein Engelchen, fall nicht vom Stängelchen, geh zu Bett, mein Kind. Und das Gänseblümchen duckt sich hin und schläft ein. Dabei verschiebt sich's weiße Mützchen, dass ihm die Spitzen gerade übers Gesicht fallen. Darauf schläft auch die Aster ein. Wie Goldtöchterchen sieht, dass alles schläft, fallen ihm die Augen auch zu. Da liegt es nun auf der Wiese und schläft, und mittlerweile läuft seine Mutter immer noch im ganzen Hause umher und sucht's und weint. Sie geht in alle Kammern und sieht in alle Winkel, unter alle Betten und unter die Treppe. Dann geht sie auf die Wiese bis an den Busch und durch den Busch bis an den Teich. Über den Teich kann es nicht gekommen sein, denkt sie, und geht wieder zurück und durchsucht noch einmal alle Winkel und Ecken und sieht unter allen Betten und unter der Treppe. Wie sie damit fertig ist, geht sie wieder auf die Wiese und wieder in den Busch und wieder bis an den Teich. Das tut sie den ganzen Tag und je länger sie es tut, desto mehr weint sie. Der Mann aber läuft unterdessen in der ganzen Stadt umher und fragt, ob niemand Goldtöchterchen gesehen hat. Als es aber ganz dunkel geworden war,
kam einer von den 12 Engeln, die jeden Abend über die ganze Welt hinwegfliegen müssen, um nachzusehen, ob sich nicht irgendwo ein kleines Kind verlaufen hat und es wieder zu seiner Mutter zu bringen, auch auf die grüne Wiese. Als er Goldtöchterchen hier liegen und schlafen sah, hob er es behutsam auf, ohne es zu wecken, flog bis über die Stadt und sah nach, in welchem Hause noch Licht war. »Das wird wohl das Haus sein, wo es hingehört«, sagte er, als er das Haus von Goldtöchterchens Eltern sah und das Licht im Wohnzimmer brannte immer noch. Heimlich sah er zum Fenster hinein. Da saßen Vater und Mutter sich an dem kleinen Tische gegenüber und weinten, und unter dem Tisch hielten sie sich die Hände. Da öffnete er ganz leise die Haustüre, legte das Kind unter die Treppe und flog fort. Und die Eltern saßen immer noch am Tisch. Da stand die Frau auf, zündete noch ein Licht an und leuchtete noch einmal in alle Winkel und Ecken und unter die Betten. »Frau«, sagte der Mann traurig, »du hast ja schon so oft vergeblich in alle Winkel und Ecken und unter der Treppe gesehen. Geh zu Bett, unser Goldtöchterchen wird wohl in den Teich gefallen und ertrunken sein.« Doch die Frau hörte nichts, sondern ging weiter, und wie sie unter die Treppe leuchtete, da lag das Kind da und schlief. Da schrie sie vor Freude so laut auf, dass der Mann eilends die Treppe herabgesprungen kam. Mit dem Kind auf dem Arm kam sie ihm freudestrahlend entgegen. Es schlief ganz fest, so müde hatte es sich gelaufen. »Wo war es denn? Wo war es denn?« rief er. »Unter der Treppe lag's und schlief«, erwiderte die Frau. »Und ich habe doch heute schon so oft unter die Treppe gesehen.« Da schüttelte der Mann mit dem Kopf und sagte, »Mit rechten Dingen geht's nicht so, Mutter. Wir wollen nur Gott danken, dass wir unser Goldtöchterchen wieder haben.« Der Schiffbrüchiger. Auf einer schroffen, kaum zugänglichen Klippe stand ein Mann. Er zitterte vor Frost und Hunger. Vor ihm, um ihn, brandete das Meer. In weiter Ferne lag die schneebedeckte Küste von Norwegen. Schon zweimal war die Sonne aufgegangen, seit er auf diesem Felsen stand. Jetzt sank sie abermals blutig rot dem Westen zu. Und bald drohte die Nacht, ihn aufs Neue mit ihrem Trauermantel zu verhüllen. Der Unglückliche sank in die Knie und sprach mit ersterbender Stimme. »Mein Herr und Gott, hast du mich darum aus dem furchtbaren Schiffbruch, der all meine Brüder das Leben kostete, gerettet, damit ich hier eines noch jämmerlichen Todes sterben soll? Erbarme dich meiner Jugend und sende mir ein Fahrzeug, damit mir zur Hilfe zuteil werde, solange sie mir noch nützen kann.« Wie furchtbare Giganten ragten die schwarzen Felsen in den bewölkten Himmel hinauf. Ihr Haupt war mit weißglänzendem Schnee bedeckt. Um ihren Fuß brauste das Meer und brandete hoch daran empor. Tausende von Möwen mit ihren weiß schimmernden Gefieder schlugen mit den Flügeln und krächzten vor Hunger. Ein prächtiger Seeadler schwebte hoch über allem. Plötzlich stürzte er in die scheue Vogelschar, packte mehrere mit seinen Klauen und flog zu seinem Horst zurück. Ein ungeheurer Walfisch tauchte aus den Wellen auf und blies einen furchtbaren Wasserstrahl von sich. Aber kein Fahrzeug ward sichtbar, das sich rettend der Klippe genähert hätte, auf welcher der Schiffbrüchige stand. »So muss ich umkommen«, jammerte er. »Fern der Heimat, fern von einem menschlichen Wesen, das meinen letzten Atemzug hört. Ich kann nicht sterben. Ich bin ja noch so jung, habe noch so wenig meine Jugend genossen. Alle Entbehrung will ich tragen, arbeiten will ich vom frühen Morgen bis zum späten Abend und während der Nacht, wenn alle schlafen, will ich Netze stricken und ausbessern. Ich will nicht mehr lachen, tanzen und springen, ich will nur leben.« Der obere Rand der Sonne berührte den Horizont und umhüllte das brandende Meer mit einem rosigen Schleier. Da trat aus einer Felsspalte ein kleines freundliches Männchen mit einer roten Mütze auf dem Kopf und stellte sich dem Schiffbrüchigen mit einem heiteren Lächeln gegenüber. Ihr kennt sicherlich Nis. Ihr wisst von diesem nordischen Schutzgeist, dem gutmütigen Hauskobold, der in Skandinavien herrscht.
Dort hat jeder Palast, jede Hütte, jede Höhle seinen Nispuk. Und wehe dem Haus, das einen solchen entbehrt. Dort haben die Netze so weite Masche, dass alle Fische durchschlüpfen. Dort hat das Boot einen unsicheren Kiel und geht mit Mann und Maus zugrunde. Nis facht das Feuer an und spricht den Segen über den Kessel, damit sein Inhalt sich verdreifache. »Tritt ein, du armer Mann, in meine Höhle«, sagte Nis mit freundlichem Grinsen. »Deine Mutter hat meinen Bruder viele Jahre in ihrem Haus beherbergt und ihm stets ein tüchtiges Stück Butter in seine Grütze gesteckt. Dafür will ich dich an ein Feuer setzen, das dich trocknet und dir Speise und Trank reichen, damit du dich erquicken kannst. Nur eines beachte wohl. Du wirst manches bei mir hören und sehen, was du bis jetzt noch nicht kanntest. Sieh dich vor und strecke nicht vorwitzig die Hand danach aus. Denn wer das eine hat und das zweite begehrt, ist auch mit dem dritten und vierten nicht zufrieden. Und du hast eben erst gesagt, dass du nur leben und nichts als leben wolltest. Werde also nicht habsüchtig und hochmütig.« »Ach du mein guter Nis«, sagte der Mann, Krake geheißen, demütig. »Wie sollte ich solch Sträfliches tun? Du willst mich an ein Feuer setzen und mir Speise und Trank reichen, mehr brauche ich nicht.« »So komm«, sprach Nis und führte Krake durch die Felsenspalte. In demselben Augenblick war der Geist verschwunden. Krake wollte seinen Sinn nicht trauen, als er sich plötzlich in einem Raum versetzt sah, der mit einer Schiffskajüte die größte Ähnlichkeit hatte. Auf der langen Tafel in der Mitte stand eine tüchtige Mahlzeit und in dem Kamin brannte ein hochauflodernes Feuer. »Setzt euch, Freund«, sprach ein freundlicher Mann, der wie ein Schiffer gekleidet war. »Ihr habt wahrscheinlich euer Fahrzeug verloren und solche Leute sind hier immer willkommene Gäste. Geht zum Feuer und trinkt aus der Kanne, das wird euch wohltun.« Krake tat, wozu er aufgefordert wurde, und fühlte sich von wonnigen Schauern durchrieselt. Da traten von verschiedenen Seiten mehrere Seeleute ein und ließen sich an einem wohlbesetzten Tisch nieder. Krake mitten unter ihnen, der viel auf seine Bugsgenossen horchte, die ihre Reiseabenteuer erzählten. Dann gingen sie wieder fort. Und Krake streckte sich behaglich auf sein Lager. Anfänglich gefiel es Krake in dieser Gesellschaft gar gut. Als er aber sah, dass seine Gefährten alle um vieles besser gekleidet waren, fing er an, sich zu schämen und äußerte laut, dass er ebenso gut wie die übrigen behandelt zu werden wünsche. Der Wirt deutete schweigend auf eine Tür, und diese führte in eine geräumige Kammer, an deren Wänden so viele gute und zum Teil prächtige Kleider hingen, dass dem armen Krake die Wahl ordentlich schwer wurde. Als er nachher stattlich angetan zu den Gefährten zurückkehrte, die bereits mit der Mahlzeit warteten, konnte er ein gewisses Wohlbehagen nicht verbergen und suchte die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber auch dieses Glück war nur von kurzer Dauer. Das ewige Einerlei ward ihm höchst langweilig. Er legte sich nieder, um nach einigen Stunden wieder aufzustehen, aß mit dem bekannten Gefährten täglich dieselben Speisen und hörte sie täglich dieselben Abenteuer erzählen. »Leben ist jedenfalls besser als sterben«, sprach er vor sich hin, »und hier in dieser Kajüte ist es behaglicher als draußen auf der Klippe. Aber man muss auch etwas zu tun haben, sonst stirbt man doch zuletzt vor Langeweile.« Aber die Tage flössen in großer Einförmigkeit vorüber, und er rief eines Morgens völlig außer sich, »Soll ich mein Leben in dieser kleinen Kajüte verbringen? Die anderen kommen doch heraus, warum ich nicht? Zeig mir den Weg ins Freie.« Statt einer Antwort deutete der ernste Wirt auf eine Tür. Krake ging hinaus und stand mitten auf dem Markt einer dem Anschein nach sehr wohlhabenden und lebendigen Stadt. Menschen, Wagen und Karren streiften an ihm vorüber, und in dem nahen Hafen wehte auf den zahlreichen Schiffen die Flaggen aller Nationen. »Hoho«, rief Krake überrascht, »was ist denn das?« Der unerwartete Anblick aller dieser Herrlichkeiten verwirrte ihn so sehr, dass er ganz vergaß, sich den Ort zu merken, von dem er ausgegangen war, mit den Menschenstrom träumend weiterschritt. »Grüß dich Gott, junger Gesell«, sprach ein ansehnlicher Mann zu ihm. »Warum gaffst du Menschen und Häuser an? Du scheinst mir nicht allzu viel Arbeit zu haben. Darum magst du an Bord meines Schiffes gehen, wo du alles voll auffindest, was du brauchst.«
Krake war damit zufrieden und erwarb sich bald die Gunst des Schiffersherrn, der ihn, als sie zusammen See gingen, immer um sich haben wollte. Das gefiel dem Krake anfangs nicht schlecht, aber auf die Dauer wurde es ihm doch zur Last. Krake führte ein angenehmes Leben, aber der Kapitän hatte es noch besser und ward reichlicher bezahlt. Das bemerkte er schon längst mit Unmut und sagte es endlich frei heraus. Der Eigner des Schiffes sah ihn eine Zeit lang ernst an und sagte darauf: »Das gefällt mir nicht, dass du mit dem unzufrieden bist, was ich dir so reichlich gewährte. Aber ich hab dich lieb gewonnen und wenn du darauf bestehst, der Erste nach mir zu sein, so soll es geschehen.« Der Kapitän ward nun von dem Schiff entfernt und Krake zog als Befehlshaber auf das wogende Meer hinaus. Bald darauf erblickten sie ein sanft ansteigendes Ufer und darauf eine große Stadt mit prächtigen Türmen und glänzenden Häusern. Die Seefahrer konnten sich gar nicht daran satt sehen. »Hier wollen wir Anker werfen«, sagte der Eigner des Schiffes, »denn hier wohnen mein Weib und mein Kind, die ich lange nicht gesehen habe. Steuern wir in den Hafen hinein.« Sein Gönner behandelte Krake mit Auszeichnung. Er ließ ihn in seinem prachtvollen Haus wohnen und all seine Angehörigen benahmen sich freundlich gegen ihn. Aber trotz aller Aufmerksamkeiten, die ihm erzeigt wurden, fühlte er sich doch bald unbehaglich. Er sah seinen Herrn weit mehr geachtet als sich selbst und galt nur als dessen erster Diener. Auch sollte er sich vor den Reicheren und Mächtigeren bücken, was ihm noch weniger gefiel. Am meisten aber ärgerte es ihn, dass er die holdselige Tochter des Hauses als Gebieterin ehren sollte, obwohl er sie doch zum Weibe sich wünschte. Weil ihm nun seit seiner Befreiung von der Felsenklippe alles geglückt war, trat er keck an den Vater heran und forderte dessen Tochter von ihm. Da brach der Zorn des Hausherrn los. Er befahl dem übermütigen Buben, sich sogleich zu entfernen und seine Schwelle nicht wieder zu betreten. Aber Krake gab seine Wünsche nicht so leicht verloren. Er wusste, dass seine jugendlich schöne Gestalt einen tiefen Eindruck auf das Mädchen gemacht hatte. Er gewann sie heimlich für sich und beide entflohen. Diese Flucht brach dem armen Vater das Herz. Aber als er sein Ende herannahen fühlte, ließ er die Flüchtlinge zu sich kommen, reichte ihnen die zitternde Hand zur Versöhnung und starb. Nun hatte Krake den Gipfel des Glücks erreicht. Er besaß das schönste Weib und alle Güter der Erde. Aber immer wurde ein neuer Wunsch in ihm rege, wenn er bei irgendeinem Freund etwas erblickte, was ihm noch fehlte, und er spannte alle Kräfte an, um es für sich zu erreichen. Seine Kinder wuchsen heran und machten allen Menschen Freude, nur dem eigenen Vater nicht. Dem waren sie zu still und einfach. Sie strebten viel zu wenig nach äußerem Glanz. Darum verachtete er sie und seine Frau, der alle Schuld daran beimaß, durfte ihm schon seit langem nicht mehr unter die Augen kommen. »Nein«, rief Krake einst vor Ingrim, »es ist nicht länger zum Aushalten. Ich bin hier nun der Erste und kann mich doch meiner Herrlichkeit nicht freuen. Hier ist es oft monatelang kalt und tot. Schnee und Eis bedecken die volle Blumenpracht meiner Gärten. Ich will hinaus in jene Länder, wo, wie meine Schiffer mir erzählen, ein ewiger Sommer glüht und das Glück des Lebens einzig und allein zu finden ist.« Er sammelte seine Reichtümer und kümmerte sich wenig um die Tränen, die seine zurückbleibende Gattin und die Kinder um ihn weinten. Ein günstiger Wind führte ihn in der glücklichen Zone entgegen, und als er eines Morgens die Augen aufschlug, lag das Wunderland vor ihm in voller Pracht und Herrlichkeit. »Nun habe ich, was ich wünsche«, rief er, als er das Ufer betrat. »Nun bin ich für mein ganzes Leben zufrieden. Nun soll kein Wunsch mehr über meine Lippen kommen, und wenn es dennoch ist, so will ich wieder auf der eisigen Felsenklippe liegen, von der mich Dennis erlöst hat.« »So sei es«, ertönte eine feierliche Stimme, und vor ihm stand ein ehrwürdiger Greis mit glänzendem Silberbart. Er trug ein schneeweißes Gewand, um den Leib eine goldene Binde und ein Perlenreif um das ehrwürdige Haupt. »Wer bist du?« fragte Krake, den Greis scheu von der Seite anblickend. »Ich bin der Herrscher dieses Landes und habe mein Leben hier friedlich zugebracht. Weil du aber den Wunsch geäußert hast, hier zu wohnen, sollst du König sein an meiner Stadt. Das Schicksal hat es so gefügt, darum bist du mir keinen Dank schuldig und ich nehme nur deinen Eid mit mir hinweg.«
Drake schlich träumend weiter. Bei jedem Schritt erblickte er neue Reize und pries sich glücklich. Zuletzt trat ihm die hohe königliche Burg entgegen, mit ihren silbernen Mauern und Türmen und der goldglänzenden Eingangspforte. Er wurde von einer zahlreichen Dienerschaft empfangen und zu einem erlesenen Mahl geführt. Wohlbehaglich ließ er sich auf dem Königssitz nieder und war fröhlich und guter Dinge, als sich ihm ein Mann von hohem Alter nahte. »Ich bin dein erster Minister, der vom Schicksal dazu ausersehen ist, alle Sorgen und Lasten für dich zu tragen und darauf zu sehen, dass dir keine Annehmlichkeit des Lebens fehle. So genieße denn, was ein günstiges Geschick dir bestimmte.« Das tat Krake redlich. Aber als er seine Städte, Schlösser und Gärten mehrfach durchwandert und sein Gold mehr als 100 Mal gezählt hatte, war er es überdrüssig und er sprach voll Missmut. »Was soll mir das alles? Ja, wenn ich doch meine früheren Bekannten hier hätte. Aber so lebe ich hier mit fremden Menschen, die nichts weiter können als gehorchen und bin mit all meiner Pracht allein.« Da erschien der Minister und sah ihn mit ernstem Vorwurf an. Aber er achtete nicht darauf, sondern sprach in seinen Unmut weiter. »Wofür wäre ich König, wenn nicht alles nach meinem Willen ginge? Man soll mir sogleich gehorchen. Es soll ein Schiff ausgerüstet werden, denn ich wünsche endlich...« Da tobte und raste es durch die Luft, als sollte die Erde bis in ihren Grundfesten erschüttert werden. Dichte Finsternis senkte sich herab und die Gestalt des königlichen Greises hob drohend den Stab. »Zurück mit dir in das Nichts, dem du entstiegen bist. Wer nicht ein zufriedenes Herz mitbringt, für den bemüht sich das Glück umsonst. Lebe fortan der Reue.« Mit diesen Worten verschwand der Greis und Krake sah nur noch, wie Nisspuck mit der roten Mütze in der Hand zu ihm trat. Dann sank er bewusstlos zusammen. Die Sonne tauchte hell und glänzend aus dem Meer, und die Wellen sprangen vom Ostwind gepeitscht gegen den Felsen auf. Da erhob sich ein Mann und blickte mit weit aufgerissenen Augen umher. Das Alter hatte tiefe Furchen in das Gesicht des Mannes gegraben. Sein langer Bart war silberweiß, der Scheitel kahl, und nur wenige Fetzen deckten die zusammengeschrumpfte Gestalt. Er fasste nach seinem Haupt und Bart und fuhr erschrocken zurück. »Hilf, Herr und Gott! Wie manches Jahr muss ich auf dieser Klippe verträumt haben, ein ganzes Leben verträumt! Lass es mit mir doch enden, du starker und fürchterlicher Gott, denn was wäre ich nun noch nütze, und wie unglücklich würde ich sein, wenn die Wünsche meines Herzens nochmals erwachten! Darum lass mich sterben, damit ich nicht aufs Neue so fürchterlich träume!« Als am anderen Morgen ein Boot an der Klippe anlegte, fanden die Fischer, die ihre Netze hier trocknen wollten, den Leichnam eines unbekannten Greises. Sie nahmen ihn mit sich und begruben ihn in geweihter Erde. Die Mandelkörbchen. Ein Bauer hatte 3 Söhne. Die mussten tüchtig arbeiten und ihrem Vater Geld verdienen helfen. Eines Tages schickte er sie in den Wald zum Roten. Aber anstatt zu arbeiten, spielten die 2 Älteren mit Glickern. Als es gegen Mittag ging, wollten sie schnell noch ein wenig nachholen. Doch da brach dem einen die Hacke und dem anderen die Axt. Da standen sie nun und lamentierten, denn sie wussten wohl, dass es Schläge geben werde, wenn sie nach Hause kämen. Als sie so weinten, kam ein Greis daher, der fragte, »Ihr Buben, was fehlt euch?« Da kleckten sie ihm ihr Leid und er sprach, »Ihr könnt 3 Wünsche tun, die sollen euch also bald erfüllt werden. Aber gebt Acht und seid nicht so rasch, damit ihr euch das Rechte wünscht.« »Ich wünsch mir eine neue Hacke«, rief der Älteste sogleich, und da lag die Hacke vor ihm. »Ich wünsch mir eine schöne Frau«, sprach der Zweite. Und da kam sie schon daher. »Ich wünsche mir ein Schloss mit einem Garten, worin ein Mandelbaum steht. Wer von diesen Früchten isst, der muss sofort gesund werden.«
sprach der Dritte, welcher der Jüngste war. Und da stand das Schloss schon da. Jetzt zog die ganze Familie zu dem Jüngsten, der Vater und die zwei Ältesten. Als sie so eine Zeit lang in dem schönen Schloss gewohnt hatten, wurde des Königs Tochter krank und kein Arzt konnte sie wieder gesund machen. Da ließ der König ausrufen, wer die Prinzessin vom Tode errette, der solle sie zur Gemahlin haben. Als das der Bauer hörte, dachte er gleich an den Mandelbaum, brach ein Körbchen voll frischer Mandeln ab und gab es seinem ältesten Sohn, dass der es in das Schloss des Königs trage. Der nahm es und ging in der Stadt zu. Unterwegs begegnete ihm ein graues Männchen, das frug ihn, »Was hast du in deinem Körbchen?« »Nichts«, sagte der Junge, und das Männchen sprach, »Ist es nichts, dann bleibt es nichts.« Der Junge lachte und ging weiter und kam in das Schloss zum König und gab ihm das Körbchen, das mit einem reinen weißen Tüchlein verdeckt war. »Mein Vater lässt grüßen, und hier wären die Mandeln, um die Königstochter damit gesund zu machen«, sprach er. Und der König war über die Maßen froh und deckte das Tüchlein auf. Aber das Körbchen war leer. Da wurde der König blitzböse, warf den Jungen vor die Tür und ließ ihm von seinem Kammerdiener 25 überzählen. Damit konnte er nach Hause gehen. Als er aber heimkam, da gab ihm sein Vater noch einmal 25, so dass er im Ganzen 50 hatte, und die Mandeln und das Männchen und den König in Grund und Boden hinein verwünschte. Das war auch ein schlechter Botenlohn. Am anderen Morgen sprach der zweite Sohn, er wolle es schon besser machen. Und der Vater füllte ihm das Körbchen mit Mandeln und er zog ab. Nicht weit von der Stadt kam das graue Männchen auch zu ihm und frug, »Was hast du in deinem Körbchen?« »Nichts«, sagte der Junge unwirsch, und das Männchen sprach, »Gut, dann sollst du auch nichts haben.« Der Junge spottete dem Männchen nach und lachte und ging in die Stadt zum König und bot ihm das Körbchen mit dem weißen Tüchelchen verdeckt, indem er sagte, »Einen schönen Gruß vom Vater an den Herrn König, und hier wären die Mandeln, um die Jungferprinzessin gesund zu machen.« »Lass einmal sehen«, sagte der König und hob das Tüchlein auf. Und das Körbchen war leer. »Was?« rief der König. »Willst du mich auch zum Narren halten? Warte, du sollst lernen, was frische Mandeln sind.« Und er ließ den Kammerdiener kommen und der gab dem Jungen 50 Mandeln um die Ohren, aber die waren so bitter, dass sie ihm das Wasser in die Augen trieben. »Wie schmeckten die?« frug der König. »Schlecht«, rief der Junge und lief nach Hause, und da kriegte er von seinem Vater noch 50 dazu. Das machte zusammen 100 und war ihm mehr als so viel. Der Jüngste war zwar nicht so schön von Angesicht wie seine zwei Brüder, doch er hatte ein Herz, das war um so viel schöner. Der sprach am anderen Morgen, er wolle es auch versuchen mit den Mandeln. Vielleicht habe er mehr Glück. »Tu's«, sprach der Vater. »Aber wenn du wiederkommst wie deine Brüder, dann schlag ich dich butterweich.« »In Gottes Namen«, sprach der Jüngste, und der Vater machte ihm ein Körbchen voll Mandeln zurecht und legte ein weißes Tüchlein darauf. Und der Junge machte sich auf den Weg. Bald begegnete ihm das Männchen und frug ihn, was er in dem Körbchen habe. »Mandeln, um die Königstochter gesund zu machen«, sprach er. »Willst du vielleicht ein paar haben? Es kommt nicht darauf an, denn ich habe doch genug.« »Ich danke dir«, sprach das graue Männchen, »weil du aber so gut bist, so will ich dich belohnen. Wenn du mit diesem Pfeifchen pfeifst, dann hast du alles, was dein Herz begehrt.« Mit diesen Worten reichte das Männchen ihm ein Pfeifchen und fort war's. Der Junge ging jetzt in die Stadt und gerade auf das Schloss zu und zum König. »Einen schönen Gruß vom Vater, und hier wären die Mandeln, womit ich die Prinzessin gesund machen kann«, sprach er und bot dem König sein Körbchen. Der König deckte es auf, und da lagen die schönsten Mandeln drin, die man mit Augen sehen kann, und lachten ihn ordentlich an. Er ging damit gleich damit zur Prinzessin, und kaum hatte sie eine gegessen, da wurde ihr schon wohler, und als sie drei gegessen hatte, da war sie schon halb gesund. Jetzt wollte der Jüngste sie auch zur Frau haben, aber der König sprach, »Nein, noch nicht. Du musst erst drei Aufgaben erfüllen. Wenn du das vollbringst, dann ist die Hochzeit.«
Das sagte er aber, weil ihm der Jüngling als Schwiegersohn nicht gefiel. Dieser frug, was das sei. Da sprach der König: Draußen steht ein Maß Hirsen. Die lasse ich jetzt sehen und du musst bis morgen alle Körner zusammenlesen, sodass das Maß wieder ganz voll ist. Das betrübte den Jüngling anfangs, doch er erinnerte sich bald seines Pfeifchens und dachte, das müsste ihn retten. Er ließ den Hirsen ruhig säen, setzte sich auf den Acker und pfiff. Da krabbelte ihm etwas am Bein. Das war die Ameisenkönigin und die sprach: Was befiehlst du, dass ich tun soll? Sei so gut und lies die Hirsen zusammen, sprach der Jüngling, und da erteilte die Ameisenkönigin seine Befehle, und ehe es Abend wurde, war das Maß Hirsen wieder voll, sodass kein Körnchen daran fehlte. Das ärgerte den König, darum machte er die zweite Aufgabe viel schwerer. Er ging mit dem Jüngling ans Meer und warf einen Schlüssel hinein, wo es gerade am allertiefsten war. Den Schlüssel sollst du mir wieder verschaffen, sprach er zum Jüngling. Und wenn du das nicht kannst, dann bekommst du meine Tochter nicht. Ich will sehen, ob ich's kann, sprach der Jüngling und setzte sich ans Meer, und als es Abend war, pfiff er auf seinem Pfeifchen. Alsbald regte sich's im Wasser und ein Fisch mit einer Krone auf dem Kopf schaute aus dem Wasser und sprach: Ich bin der Fischkönig. Was befiehlst du, dass ich tun soll? Sei so gut und lass mir den Schlüssel holen, den der König ins Meer geworfen hat, sprach der Jüngling. Da ließ der König alle Fische zusammenkommen und gab ihnen auf, den Schlüssel zu suchen. Und wer ihn brächte, der bekomme ein gutes Trinkgeld. In einem Augenblicke schossen die Fische auseinander. Und bald kam einer aus der tiefsten Tiefe herauf und hatte den Schlüssel im Mund und gab ihn dem Fischkönig. Und der gab ihn dem Jüngling, welcher sich freundlich dafür bedankte. Nun ärgerte sich der König erst recht und sann von Neuem, um etwas noch viel Schwereres auszusinnen. Es dauerte auch nicht lange, da hatte er es gefunden. Er ließ den Jüngling kommen und sprach: Wenn du nur noch 100 Schafe einen Monat lang auf einen Fleck weidest, ohne dass sie magerer oder fetterer werden und ohne dass du eins von ihnen verlierst oder dass ihrer mehr werden, dann bekommst du meine Tochter ganz gewiss. Der Fleck war aber so klein, dass die 100 Schafe kaum darauf stehen, viel weniger ordentlich darauf weiden konnten, und außerdem war das Gras sehr dünn gesät. Doch das ängstigte den Jüngling nicht. Er trieb die Schafe hinaus und abends herein und pfiff lustig dazu, ließ sie gar über Stadttor springen, wenn es geschlossen war, und im Schlosshof aufmarschieren wie ein halbes Bataillon Soldaten, sodass jedermann seine Freude daran hatte. Mitunter verlief sich wohl eins oder es starb eins, doch das tat nichts, denn sobald er pfiff, warf ein anderes ein Junges, welches alsbald wuchs und so groß ward wie die anderen. Dazu lernten die Schafe jeden Tag schöner tanzen, sodass sie es am Ende des Monats trotz dem besten Tanzmeister verstanden. Kurz, der Jüngling brachte auch diese Aufgabe zustande. Und da konnte der König, wie sehr er sich auch ärgerte, doch nichts weiter einwenden und musste ihm seine Tochter zur Frau geben. Die Heirat aber wurde sehr prächtig gefeiert und der Jüngling war glücklich für sein Leben lang. Als er später König wurde, machte er seinen Vater zum Minister und gab auch seinen Brüdern hohe Stellen, sodass sie alle gut versorgt waren. Der Hexenkoffer. Das große Haus in der Klabautermannstraße war einst das größte und schönste in der ganzen Stadt gewesen. Ja, die Leute erzählten sich, dass in alten Zeiten sogar einmal der König auf seiner Durchreise dort gewohnt hätte. Noch früher sollte eine Gräfin dort gehaust haben, überberüchtigt wegen ihrer Zauberkünste. Nun war es schon lange aus mit der Herrlichkeit des Gebäudes.
Dicke graue Farbe deckte das schöne Balkenwerk mit dem kunstvoll gelegten Ziegelstein und selbst die zierlichen Schnitzereien der Pfosten und Simse waren nicht mehr zu erkennen. Die oberen Stockwerke dienten schon lange als Kornspeicher und zu ebener Erde stand unter allerlei Gerümpel eine schwerfällige alte Zeugrolle. Dorthin ging Linas Mutter, um ihre Wäsche glatt zu machen. Mitunter kam Lina mit und durfte sich in den Rollkasten auf die Steine setzen und mit hin und her fahren. Das ging sehr fein, nur musste sie die Finger in Acht nehmen, damit sie sich nicht klemmte. Eines Tages, als die Mutter wieder beim Mangeln war und es zu eilig hatte, um auf ihr Töchterlein Acht zu geben, lief Lina die staubige Treppe hinauf. Da kam sie auf einen Boden, wo das Korn hoch aufgeschüttet lag und große Säcke in den Ecken standen. Weil daran nicht viel zu sehen war, lief Lina auf den nächsten Boden. Aber auch hier gab's nur Korn und Säcke. »Wie es wohl ganz oben sein mag«, dachte sie und eilte noch zwei Treppen hinan. Doch selbst auf dem obersten Boden war außer einigen Mäusen nichts Besonderes zu bemerken. Dieser Boden war aber kleiner als die übrigen und ein langer Gang leitete von ihm aus ganz an das äußerste Ende des Gebäudes. Neugierig lief Lina den Gang entlang und fand an seinem Ende eine Leiter, die noch höher hinaufführte. Auch diese erkletterte das schnellfüßige Kind und befand sich nun in einem ziemlich großen Kammer unmittelbar unter dem Dache. Da hingen Spinnengewebe wie zarte Schleier an allen Balken und die Sonnenstrahlen strömten durchs Dachfenster draus hin und machten sie goldig erglänzen. In der Kammer stand nichts als ein großer eisenbeschlagener Koffer, ganz bedeckt mit Staub. Lina nahm ein altes Stück Zeug, das sie in einer Ecke fand, wischte den Koffer damit ab und kletterte hinauf, um durch das Dachfenster hinauszuschauen. Dann sah sie weit, weit über die Dächer der Häuser bis zum grünen Walde und den blauen Bergen. Als sie sich satt gesehen hatte, rutschte sie wieder herab. Aber kaum stand sie auf dem Boden, als plötzlich mit lautem Krachen der Deckel des Koffers aufflog und eine abscheuliche Hexe herausfuhr. Lina schrie vor Schreck laut auf und stürzte der Luke zu. Aber sie stolperte über den Tuchfetzen und die Hexe packte sie mit den starken, knochigen Armen, lachte und sprach: »Sachte, sachte, Täubchen, wie schade wär's doch, wenn ich dir den schönen, zarten Hals breche. So eine wie dich habe ich mir schon lange gewünscht.« Damit sprang sie mit einem Satz wieder in den Koffer hinein. Weil aber der Koffer keinen Boden hatte, sausten sie tief hinab, tief, tief hinab, dass Lina hören und sehen verging. Trotz des grausigen Sturzes jedoch stießen sie sich nicht. Oh nein, sie fielen so weich, so wunderbar weich, mitten hinein in die dichtesten Federdecken der Welt, mitten hinein in das Bett der Hexe. »Siehst du, da wären wir, Liebste«, rief die Alte. »Du sollst es nicht schlecht bei mir haben, wenn du nur alles richtig machst, wie ich dir sage.« Dann setzte sie Linas schönes Essen, Kuchen und Torte vor. Aber die Kleine rührte nichts an, sondern weinte, als wollte ihr das Herz brechen. Und sie weinte so lange, bis sie eingeschlafen war. Da legte die Hexe sie in ein Bett und Lina schlief bis zum anderen Morgen. In der Wohnung der Hexe aber konnte man nicht sehen, dass es Morgen war, denn die einzige Helligkeit kam von einem mächtigen Feuer, das ununterbrochen auf dem großen Herde prasselte. Zwei große schwarze Kater waren bereit, Reißer hinzuzuschaffen, damit es nicht ausging. Rings an den Wänden hingen blanke kupferne und silberne Töpfe und Kessel, und auf dem großen Tische lagen Messer, Reiben, Mörser und andere Küchengeräte umher.
Als Lina erwachte, stand die Hexe schon längst vor einem großen Kessel, in dem sie Zaubertränke kochte. Und die Luft war mit sonderbaren Gerüchen erfüllt. »Na, kleines Fräulein, bist du schon wach?« sprach sie, als sie bemerkte, wie Lina sich verwundert umschaute. »Nun isst nur erst mal was. Vielleicht hast du jetzt besseren Appetit als gestern.« Da standen auf dem Tisch noch die schönen Speisen vom vorherigen Tage. Und Lina war so hungrig, dass sie jetzt tapfer zulangte. Als sie gegessen hatte, sagte die Hexe, »So, nun kannst du dein Tagwerk beginnen. Ich will heute noch mit dir gehen und dir zeigen, was du zu tun hast. Aber wart, bald hätte ich es vergessen. Nimm noch einen Schluck von diesem Saft, ehe wir gehen. Das ist gut für dich.« Damit hielt sie Lina ein Becherchen mit einer rötlichen Flüssigkeit hin. »Nun will sie mich vergiften«, dachte Lina und sträubte sich zu trinken. Aber was half's, die Hexe hielt ihr einfach die Arme fest und goss ihr den Trank mit Gewalt in den Hals. Sofort bemerkte Lina, wie eine Veränderung mit ihr vorging. Sie bekam eine große Lust, umherzuhüpfen, denn sie war ein Kaninchen geworden. Nun nahm die Hexe sie auf den Arm, hing ihr einen kleinen Leinenbeutel um, setzte sie wieder nieder und sagte, »So, nun komm nur mit.« Darauf ging sie voran, einen langen, schauerlichen, dunklen Gang entlang, wo Kreuzottern an der Erde krochen und Fledermäuse von der Decke hingen. Endlich sahen sie Tageslicht schimmern und nun wurde der Gang so eng, dass die Hexe gezwungen war, auf allen Vieren zu kriechen. Lina konnte aber auch hier noch ganz gut hüpfen. So gelangten sie ins Freie und waren nun mitten in einem Walde, wo die Sonne durch die Baumkronen blitzte, wo Schmetterlinge und Käfer flogen und Blumen und Kräuter in Hülle und Fülle standen. Jetzt zeigte die Hexe Lina alle Kräuter, die sie für ihre Kocherei gebrauchte. Dazu die Stellen, wo sie zu finden waren. Den ganzen Tag streifte sie mit ihrer neuen Gehilfin im Walde umher und diese vergaß fast ihr Elend, so schön war es, durch den frischen Wald dahin zu hüpfen. Des Abends nach der Rückkehr sprengte die Hexe ein paar Tropfen eines braunen Saftes über sie und so erhielt sie wieder menschliche Gestalt. Nun musste Lina der Hexe auch beim Kochen helfen, besonders Tränke in Flaschen gießen und richtige Zettel darauf kleben. So ging's von jetzt an alle Tage. Morgens war sie als Kaninchen im Walde, abends als Mädchen in der Küche. Zwar gab's gutes Essen, so viel sie mochte, aber dennoch war es ein schrecklich trauriges Leben. Für die geringsten Fehler wurde sie braun und blau geprügelt und manchen Abend lag sie trostlos weinend im Bette und sehnte sich nach ihrer lieben Mutter. Die Mutter fühlte sich furchtbar unglücklich, als ihr Töchterchen nirgends mehr zu finden war. Das ganze Haus hatte man durchsucht, ja selbst in den alten Koffer hineingesehen. Man hatte jedoch nichts Verdächtiges daran gefunden, denn die Hexe hatte den Boden, der wie eine Falltür nach unten aufklappen konnte, wieder aufgehäuft. So war und blieb Lina verschwunden, und die Mutter fand sich schließlich daran, nur noch zwei Kinder zu haben, die kleine Alma und den kleinen Rudi. Einst war Alma mit dem Kindermädchen der Nachbarin zusammen in den Wald gegangen. Dort spielten die Kinder Versteck und Alma lief weit weg von all den anderen. Hinter einem Dornbusch kauerte sie sich endlich hin und rief mit ihrer hellen Stimme, »Nu!« Aber keiner konnte das hören, denn sie war viel zu weit fortgerannt. Und so saß sie nun und wartete, dass jemand kommen sollte. Da kam auf einmal ein kleines, niedliches Kaninchen hinter einem Baume hervorgehüpft und sprang Alma gerade in den Schoß. Diese verwunderte sich sehr über die Zutraulichkeit des Tierchens, aber noch mehr über den kleinen Leinenbeutel, den es am Halse trug. Es sah Alma so eigentümlich wehmütig an und ließ sich so geduldig streicheln, dass sie beschloss, es mit nach Haus zu nehmen und dort zu füttern. So stand sie denn auf und lief mit dem Kaninchen auf dem Arm, um wieder zu ihren Spielgefährten zu kommen.
Da rannte ihr plötzlich die gräuliche Hexe in den Weg, riss sie zu Boden und schüttete ihr von dem roten Saft in den zum Schreien geöffneten Mund. So wurde auch Alma in ein Kaninchen verzaubert und die Hexe nahm sie bei den Ohren und schleppte sie mit sich durch den Gang in ihre Wohnung, während Lina traurig hinterran hüpfte. Nun mussten beide der Hexe dienen. Und viele Abende, wenn die Hexe schlief, krochen sie zusammen in ein Bett, weinten und beteten und erzählten sich von Mutter und Brüderchen. So vergingen mehrere Jahre. Der kleine Rudi war schon ein strammer Junge geworden. Der einzige und letzte Trost seiner Mutter, die ihn hütete wie ihren Augapfel. Rudi war aber schwer zu hüten. Denn im Springen und Klettern kam ihm so leicht keiner gleich. Und wenn er einmal entschlüpfen konnte, so tat er es herzlich gern. So war er auch eines Tages über die Straße gelaufen, geradewegs in das alte große Haus, wo unten die Rolle und ganz oben die Hexenkiste stand. Wie einst seine Schwester Lina, so eilte er die Treppen hinauf, bis er oben in den Koffer anlangte. Da wurde er neugierig, was wohl der Inhalt sein möchte, stemmte sich mit aller Kraft gegen den Deckel, bis er ihn hoch hatte, und als er sah, dass nichts darin war, machte er sich den Spaß, hineinzuklettern. Den Boden hatte die Hexe aber nicht ordentlich zugehackt. Und so sauste der Knabe in die Tiefe, bis er in das weiche Federbett der Hexe hineinplumpste. Er selber hatte einen Angstschrei ausgestoßen, als er sich hinabstürzen fühlte. Nun hörte er, wie noch jemand aufschrie. Und als er sich wieder aus den Kissen und Decken herausgewühlt hatte, da sah er zwei große hübsche Mädchen dastehen, die ebenso verwundert waren wie er selber. Plötzlich aber sprang er auf eines derselben los, umarmte und küsste es und rief: »Alma! Lieber Alma!« Da trat auch Lina hinzu, ihr Brüderlein zu begrüßen. Dann aber befiel die Mädchen eine große Angst, die Hexe könnte zurückkommen und ihrem Bruder ein Leid antun. Augenblicklich war sie gerade unterwegs zu einem alten Zauberer, der am Ende des Waldes wohnte, und ihm für gutes Geld von ihren Tränken zu liefern. Früher hatte sie feinere Kundschaft gehabt. Da hatte sie für eine vornehme Dame in dem großen Hause Zaubersäfte gebraucht. Diese war es auch gewesen, die dem Schacht hatte bauen lassen, durch den der Koffer in die Dachkammer mit der Hexenküche in Verbindung stand. Während die Mädchen noch jammernd überlegten, was sie machen sollten, bemerkte Rudi eine Strickleiter, die auf das Bett der Hexe hinabhing. »Können wir nicht wieder hinaufklettern?« fragte er. »Ach nein«, riefen die Mädchen, »wir haben es viele Male versucht, aber sind immer wieder hinuntergefallen, bis wir es endlich aufgegeben haben. Du wirst es auch nicht können.« »Es kommt auf einen Versuch an«, erwiderte Rudi. »Heb mich mal einen an.« Die Schwestern halfen ihm, und als er erst Fuß gefasst hatte, kletterte er so gewandt, der geübteste Schiffsjunge hätte es nicht besser gemacht. »Ich komme leicht hinauf«, rief er. »Aber was soll ich mit euch machen? Zum Hinaufziehen seid ihr mir zu schwer.« Da erzählten ihm die Schwestern, wie sie in den Wald hinauskommen könnten, aber nur als Kaninchen, der Kreuzottern wegen, die sie sonst in dem Gange totbeißen würden. »Weißt du, wo der größte Eichbaum steht? So wollen wir dort auf dich warten, wenn doch bloß die Hexe so lange ausbleiben möchte.« »Ja, den größten Eichbaum wüsste er schon.« Da gab ihm seine Schwestern ein Fläschchen braunen Saftes, damit er sie entzaubern könnte, küssten ihn noch einmal, hoben ihn an, die Strickleiter, und sahen ihm nach, bis er im dunklen Schacht verschwunden war. Darauf wandelten sie sich in Kaninchen um und hüpften eilig in den Wald hinaus. Lange warteten Lina und Alma noch unter der großen Eiche, als auch schon Rudi angerannt kam, keuchend und über mit Schweiß bedeckt. Ach, hätte er sie doch gleich entzaubert. Aber er war zu traurig, seine Schwestern als Kaninchen zu sehen, als dass er sofort daran gedacht hätte. Weinend nahm er sie auf den Arm und streichelte sie. Da, oh Schrecken, im selben Augenblicke raschelte es von fern durch die Büsche. Und als sie aufschauten, sahen sie die Hexe daherkommen. Sie hatte die Kinder schon erblickt und näherte sich in großen Sätzen. Da gab's keine Zeit zum Besinnen. Rudi setzte ein Kaninchen auf jede Schulter und kletterte wie ein Kätzchen den großen Eichbaum hinauf.
da die Hexe nicht nachkommen konnte, wurde sie so wütend, dass ihr der gelbe Schaum vor den zahnlosen Mund trat. »Wartet!« rief sie. »Lasst mich euch erst unten haben! Ich drehe euch allen dreien den Hals um!« Dann stieß sie mit dem Fuß gegen den Eichbaum. Und ihre harten Nägel, denen an Schärfe keine Art gleichkam, rissen ein großes Loch hinein. Und so stieg sie weiter, dass der ganze Wald widerhallte und der gewaltige Eichstamm zitterte und bebte. Und oben saß der arme Rudi mit seinen Kaninchenschwestern, und alle drei zitterten und bebten auch aus Angst vor der grimmigen Hexe. Und die Hexe stampfte, hackte und stieß, dass die großen Späne um die Ohren und weit in die Runde flogen. Schließlich hatte sie fast den ganzen Stamm durchgeschlagen. Da, wie sie noch schnaubend immer weiter wütete, gab's plötzlich ein Knirschen und Krachen, als schlüge der Blitz ein. Rudi schrie laut auf, aber sein Schrei wurde weit übertönt von einem entsetzlichen Geheul am Fuße des Stammes. Mit gewaltiger Wucht, viele kleinere Bäume mit sich reißend, war die Eiche zu Boden gestürzt und lag nun da wie ein erschlagener Riese. Doch Rudi mit seinen Kaninchen war unverletzt geblieben. Schon wollte er fortstürzen, ehe die Hexe sie erwischen könnte, da sah er, dass sie unter dem mächtigen Stamm lag, breit gequetscht wie ein Pfannkuchen. Schnell zog Rudi jetzt den braunen Saft heraus, und bald waren seine lieben Schwestern entzaubert. Freudestrahlend eilten sie nun miteinander nach Hause zu ihrer lieben Mutter. Die backte zur Feier einen großen Rosinenpudding, der schmeckte besser als die leckersten Torten der alten Hexe. Das alte große Haus in der Klabautermannstraße aber steht jetzt da. Und wer ein guter Turner ist, sodass er sich getraut, an der Strickleiter weiter emporzuklettern, kann einmal einen Luftsprung hinuntermachen in das Federbett der Hexe hinein. Da wird er sich keinen Knochen zu Schaden stoßen. Wo aber die Klabautermannstraße ist, das habe ich leider vergessen. Das neue Elfenkleid. Es lebte einmal eine kleine Nähterin im Wald, in dem Zwergendörflein Buschwinkelhausen. Sie war ein richtiges Buschweiblein, diese kleine geschickte Nähterin, die aus dem ältesten flickenbesetzten Röcklein noch ein neues Staatskleid zusammenstoppeln konnte. Ihre blitzende Schere schnitt mit Klipp und Klapp auf 1, 2, 3 den Stoff zurecht. Ihre Nadel flog und funkelte. Ihr winziges Nähmaschinchen summte wie eine Stechmücke, so fein und hurtig. Und ihr allerwinzigstes Fingerhütlein glänzte an ihrer Hand, silbern wie eine Träne Morgentau. Die Nähterin hieß Pumpinella und war weit und breit berühmt. Die ältesten Zwergenopas trugen Höschen, die ihnen Pumpinella einst gemacht hatte, und sie waren einfach gar nicht umzubringen, diese Höschen. Ein langes, oft 100-jähriges Zwergengroßvaterleben hat es überdauert, und der Hosenboden war noch so gut wie am ersten Tag. Aus den Kleidern herauswachsen, das gibt es nämlich im Zwergenland nicht. Die Hosen wachsen mit den Leuten mit. Ja, so ist es. Wenn nun die Zwergenfrauen am Sonntagnachmittag in ihren besten Staat spazieren gingen, die neuen Blumenhüte auf dem Kopf, so lobten und priesen sie auf dem ganzen Weg Pumpinellas Kunstfertigkeit über alle Maßen. Ein Kleidchen, das sie nähte, war schöner als das andere. Am liebsten aber staffierte die Nähterin Pumpinella die kleinen Zwergenkinder aus. Es war ja eine Freude, diese winzigen und allerwinzigsten Zwergenkinderkleidchen zu besticken und mit Rüschen zu besetzen, mit Spitzen und Bändchen und Schleifchen, hier ein buntes Steinchen anzubringen und dort einen goldenen Knopf. Ja, Pumpinella war eine Meisterin in ihrem Fach. Nur das eitle Elflein Dideldei, nein, das konnte Pumpinella nicht zufriedenstellen. Und die Geschichte war so.
Eines Tages kam vor Pompanellas bescheidene Nähterinnenstüblein ein gar prächtiges Gespann angefahren. Zwei über und über mit Goldbronze angestrichene Hirschkäfer, die blitzten und glänzten und funkelten in der Sonne, dass Pompanella gleich wie ein geölter Blitz aus ihrem Häuslein herausfuhr, um nachzuschauen, wo es denn brenne. So durchdringend hell war das Gefunkel. Und als sich Pompanella die geblendeten Äuglein wieder klargerieben hatte, bemerkte sie endlich den kleinen Wagen, den die Hirschkäfer zogen. Einen Blumenwagen, geflochten aus Binsen und Wasservergissmeinnicht, himmelblau und sedergrün. Und darinnen saß rosig wie ein Marzipanschweinchen, ein richtiger kleiner Nackedei. Ein vollkommen unangezogenes Elfenfräulein, das sich nur in seine langen blonden Locken eingewickelt hatte. Pompanella erhoffte sich sofort eine neue gute Kundschaft, machte einen Knicks und sagte: »Ei, mein schönes Elfenfräulein, was steht zu Diensten? Mit wem habe ich das Vergnügen?« »Ich bin das Elflein Dideldei«, sagte der zierliche Ankömmling. »Es ist schrecklich, einfach schrecklich. Ich habe daheim einen ganzen Schrank voll Kleider, aber doch nichts anzuziehen. Kein einziges meiner Fähnchen gefällt mir mehr. Da ist dein Ruhm zu mir gedrungen, du ehrsame Nähterin Pompanella. Und ich kam in meiner Not zu dir. Kannst du mir bis heute Abend ein neues Kleidchen machen? Ein überaus schönes, hochfeines, niemals noch nicht dagewesenes? Ich will nämlich auf den Elfenball gehen, verstehst du?« Da nickte Pompanella gar eifrig, denn es war ihr eine Lust, für so ein reizendes Elfenkind ein Kleidchen zu machen. Und Pompanella half dem Elflein aussteigen und komplimentierte es in ihr schlichtes Nähterinnenstüblein, wo es nach heißem Bügeleisen und Malzkaffee roch, und nahm das Maß von dem unangezogenen Elfenfräulein Dideldei, notierte allerlei in ein Büchlein, nickte und sagte: »Nimm bitte einen Augenblick Platz, liebes Elfenfräulein. Das werden wir gleich haben.« Und Pompanella kramte aus ihrer unerschöpflichen Truhe die herrlichsten Stoffe hervor. Den Purpur der Mohnblüte, den blauen Samt des Veilchens, das warme Grün des Waldmeisters, den leuchtenden Goldbrokat des Löwenzahns, den schneeigen Damast der weißen Rose und die zartlila Seide der Herbstzeitlosen. All dies hatte Pompanella vorsorglich aufbewahrt für besonders anspruchsvolle Kunden. Sie breitete die Herrlichkeiten vor dem Elflein aus, aber Dideldei rümpfte nur das Näschen und sagte: »Hast du nichts Besseres? Diese Stoffe sind doch alle viel zu schwer für mich. Damit kann ich nicht tanzen. Ich brauche ganz was Weiches, Duftiges, Fließendes. Verstehst du?« Da merkte Pompanella, was für ein schwieriges Persönchen dieses kleine, nackige Elflein war, klappte dreimal nachdenklich ihre blitzende Schere auf und zu und sagte: »Ich sehe ein, dass du ganz was Besonderes brauchst. So ein zartes Elflein muss ein hauchdünnes Kleid haben. Aber woher nehmen? Warte mal hier ein bisschen.« Und Pompanella ging und lief und rannte hochrot vor Eifer, bis sie atemlos hinunter an den Waldsee kam, wo schon der erste Abendnebel einsam spazieren ging. »Lieber Nebel, hör mal«, rief Pompanella. »Ich bin in einer schrecklichen Verlegenheit. Ich muss bis zum Anbruch der Dunkelheit noch ein allerfeinstes und allerdünnstes Elfenkleidchen fertig haben. Bitte gib mir dazu ein Stücklein von deinem wunderbaren, bläulich schimmernden Schleier. Braucht gar nicht viel zu sein, nur ein Fetzlein. Bitte, bitte!« Da lachte der Nebel in seinem langen, wallenden Bart und brummte wie fernes Wasserrauschen: »Meinetwegen, nimm dir, was du brauchst, ihr eitlen Weiberleute!« Pompanella griff zu, riss aus dem wogenden Saum des Nebels ein Stücklein ab und lief schnell damit nach Hause, wo das wartende Elflein Dideldei einstweilen mit dem schnurrenden Kater spielte. Und sie, Dideldei, war entzückt von dem seltenen und kostbaren Gewebe, das wie von 1000 hingewebten matten Perlen glänzte. Die fleißige Nähterin aber schnitt zu und heftet und hatte Stecknadeln zwischen den Zähnen. Sie fädelte ein und stichelte, und das kleine Nähmaschinchen sorte so schnell wie noch nie.
Als das Kleidchen fertig war, schlüpfte das Elflein hocherfreut hinein. Es saß wie angegossen und Pumpenella stand voll Stolz dabei, ihr neues Meisterwerk bewundern. Plötzlich aber, wer weiß, wie das kam, plötzlich musste Pumpenella niesen, denn ein merkwürdiges, feuchtes Brüchlein war von dem Nebelkleid in ihr Näschen gestiegen. Und gleichzeitig nieste auch das Elflein Dideldei, dem schon bei der Anprobe ein unbehagliches Frösteln über den Rücken gekrochen war. »Huch, was für ein kaltes Kleid!« sagte Dideldei und nieste noch einmal. Und dann niesten beide um die Wette. Pumpenella und Dideldei. Ihre Auglein tränten, ihre Näslein tropften. Und beide sahen nicht, dass draußen vor dem Fenster dick und breit der Abendnebel hockte. Die Backen aufgeplustert vor lautlosem Gelächter, die Augen funkelnd vor Schadenfreude. »Wohl bekommt ihr das nasse Kleid und der noch nässere Schnupfen, Jungfer Dideldei«, lachte er böse, denn er erinnerte sich, dass das Elflein einmal auf dem Nebelball im Erlengrund nicht mit ihm tanzen wollte. Und dann schlich er auf den Zehen, noch immer leise lachend, wieder hinunter zum Waldsee. Das eitle Elflein Dideldei, als es in die Spiegel blickte, erschrak fürchterlich. In seinem zarten Elfengesichtlein saß mit einem Male eine dicke, rote, feurig glühende Schnupfennase. Ein richtiger kleiner Kartoffel, der tränkte und troff wie ein schlecht schließender Wasserhahn. Nein, mit einer solchen Nase konnte man nicht auf den Elfenball gehen. Unmöglich. Und Dideldei entbrannte in Zorn, riss sich das böse, nasse Nebelkleid vom Leib und warf es der armen Pumpenella wutschnaubend an den Kopf. »Das kannst du selber anziehen, dieses nasse, klebrige Zeug!« schrie Dideldei, und in ihrem Gesicht war nicht mehr eine Spur von Lieblichkeit und Schönheit. Dann fuhr das Elflein rasch nach Hause, kroch ins Bett und trank heißen Fliedertee. Mit dem Ball war es Essig, und Dideldei weinte und schimpfte sich in den Schlaf. Pumpenella aber sammelte in ihren netteren Stüblein tief betrübt die Nebelfetzen auf, die klatschnass in allen Winkeln lagen, und sagte, »Lieber nähe ich was für die dickste und kugeligste Zwergenbäuerin, als für so ein feines, pimpeliges und unangezogenes Elfenfräulein. Die soll mir noch einmal kommen mit ihren goldenen Hirschkäfern und dem Vergissmeinnichtwagen. Dann kriegt sie auch ein Vergissmeinnicht von mir, aber ein anderes.« Und Pumpenella nieste zur Bekräftigung. Ein junger Bauer, mit dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pfluge und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesicht zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief ihm zu, »Was plagst du dich und bringst doch zu nichts? Geh 2 Tage lang geradeaus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht.« Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf den Weg. Nach 2 Tagen fand er die Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen, und in dem Augenblicke, wo sie umstürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit 2 Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen. Und wie sie zerbrachen, kam aus dem einen Ei ein junger Adler heraus und aus dem anderen fiel ein kleiner goldener Ring. Der Adler wuchs zusehends, bis er wohl halbe Mannshöhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wollte er es probieren, erhob sich etwas über die Erde und rief dann, »Du hast mich erlöst! Nimm zum Dank den Ring, der in dem anderen Ei gewesen ist. Es ist ein Wunschring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Wunsch aussprichst, wird er alsbald in Erfüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Wunsch am Ring. Ist der getan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren und ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf dass es dich nicht nachher gereue.«
Darauf erhob sich der Adler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Kreisen über dem Haupte des Bauern und schoss dann wie ein Pfeil nach Norden. Der Bauer nahm den Ring, steckte ihn an den Finger und begab sich auf den Heimweg. Als es Abend war, langte er an einer Stadt an. Da stand der Goldschmied im Laden und hatte viel köstliche Ringe feil. Da zeigte ihm der Bauer seinen Ring und fragte ihn, was er wohl wert wäre. Oh, einen Pappenstiel, versetzte der Goldschmied. Da lachte der Bauer laut auf und erzählte ihm, dass es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zusammen, die jener feil hielt. Doch der Goldschmied war ein falscher, ränkevoller Mann. Er lud den Bauer ein, über Nacht bei ihm zu bleiben und sagte, »Ein Mann wie dich mit solchem Kleinode zu beherbergen bringt Glück. Bleibe bei mir!« Bewirtete ihn aufs Schönste mit Wein und glatten Worten. Und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt den Ring vom Finger und steckte ihm stattdessen einen ganz gleichen, gewöhnlichen Ring an. Am nächsten Morgen konnte es der Goldschmied kaum erwarten, dass der Bauer aufbreche. Er weckte ihn schon in der frühesten Morgenstunde und sprach, »Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Es ist besser, wenn du dich früh aufmachst.« Sobald der Bauer fort war, ging er eiligst in seine Stube, schloss die Läden, damit niemand etwas sehe, riegelte dann auch noch die Türe hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring und rief, »Ich will gleich 100.000 Taler haben.« Kaum hatte er dies ausgesprochen, so fing es an, Taler zu regnen. Harte, blanke Taler, als wenn es mit Mulden gösse. Und die Taler schlugen ihn auf Kopf, Schultern und Arme. Er fing an, kläglich zu schreien und wollte zur Türe springen. Doch ehe er sie erreichen und aufriegeln konnte, stürzte er, am ganzen Leibe blutend, zu Boden. Aber das Talerregnen nahm kein Ende und sobald brach von der Last die Diele zusammen und der Goldschmied mitsamt dem Gelde stürzte in den tiefen Keller. Darauf regnete es immer weiter, bis die 100.000 voll waren. Und zuletzt lag der Goldschmied tot im Keller und auf ihm das viele Geld. Von dem Lärm kamen die Nachbarn herbeigeeilt und als sie den Goldschmied tot unter dem Gelde liegen fanden, sprachen sie, »Es ist doch ein großes Unglück, wenn der Segen so knüppeldick kommt.« Darauf kamen auch die Erben und teilten. Unterdessen ging der Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. »Nun kann es uns gar nicht fehlen, liebe Frau«, sagte er. »Unser Glück ist gemacht. Wir wollen uns nur recht überlegen, was wir uns wünschen wollen.« Doch die Frau wusste gleich guten Rat. »Was meinst du?«, sagte sie. »Wenn wir uns noch etwas Acker wünschten. Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickel gerade zwischen unsere Äcker hinein. Den wollen wir uns wünschen.« »Oh, das wäre der Mühe wert«, erwiderte der Mann. »Wenn wir ein Jahr lang tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, können wir ihn uns vielleicht kaufen.« Darauf arbeiteten Mann und Frau ein Jahr lang mit aller Anstrengung. Und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie dieses Mal, sodass sie sich den Zwickel kaufen konnten und noch ein Stück Geld übrig blieb. »Siehst du«, sagte der Mann, »wir haben den Zwickel und der Wunsch ist immer noch frei.« Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschten und ein Pferd dazu. »Frau«, entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übrig gebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte, »was wollen wir wegen solch einer Lumperei unseren Wunsch vergeben? Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so.« Und richtig, nach abermals einem Jahre waren die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann vergnügt die Hände und sagte, »wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte, was wir für ein Glück haben.« Doch die Frau redete ihrem Mann ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen. »Ich kenne dich gar nicht wieder«, versetzte sie ärgerlich. »Früher hast du immer geklagt und gebarmt und dir alles Mögliche gewünscht, und jetzt, wo du es haben kannst, wie du es willst, plagst und schindest du dich, bist mit allem zufrieden und lässt die schönsten Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest du sein, alle Truhen voll Geld haben.
und kannst dich nicht entschließen, was du wählen willst.« »Lass doch dein ewiges Drängen und Treiben«, erwiderte der Bauer. »Wir sind beide noch jung und das Leben ist lang. Ein Wunsch ist nur in dem Ringe, und der ist bald vertan. Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen. Fehlt es uns denn an etwas? Sind wir nicht, seit wir den Ring haben, schon so heraufgekommen, dass sich alle Welt wundert? Also sei verständig. Du kannst ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten.« Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich, als wenn mit dem Ringe der volle Segen ins Haus gekommen wäre. Denn Scheuern und Kammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller. Und nach einer längeren Reihe von Jahren war aus dem kleinen armen Bauer ein großer, dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wolle er die ganze Welt verdienen. Nach der Vesper aber behäbig und zufrieden vor der Haustüre saß und sich von den Leuten guten Abend wünschen ließ. So verging Jahr und Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz allein waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge. Da er aber jedes Mal erwiderte, es habe noch voll auf Zeit und das Beste falle einem stets zuletzt ein, so tat sie es immer seltener. Und zuletzt kam es kaum noch vor, dass auch nur von dem Ringe gesprochen wurde. Zwar der Bauer selbst drehte den Ring täglich wohl 20 Mal am Finger um und besah sich ihn, aber hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen. Und 30 und 40 Jahre vergingen, und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden, der Wunsch aber war immer noch nicht getan. Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer Nacht selig sterben. Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten, und als eins von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn: »Lass den Vater seinen Ring mit ins Grab nehmen. Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Es ist wohl ein liebliches Andenken. Und die Mutter besah sich den Ring auch so oft. Am Ende hat sie ihm dem Vater in ihren jungen Tagen geschenkt.« So wurde denn der alte Bauer mit dem Ringe begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war, und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, wie ein Mensch sich nur wünschen kann. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und falsch ist. Und Schlechtding in guter Hand ist immer noch viel mehr wert als Gutding in schlechter. Das Goldene Königreich. Ein reicher Herr hatte einen einzigen Sohn. Als dieser 20 Jahre alt war, sprach er: »Vater, ich will reisen und die Welt sehen.« Der Alte war damit zufrieden, gab ihm einen Wagen und Pferde, einen Bedienten, viel Geld und noch mehr gute Lehren, und der Jüngling zog dahin. Eines Abends kamen sie in einen großen Wald, und weil es dunkel war, gerieten sie vom Wege ab und gelangten zu einem kleinen Hause. Der Jüngling trat hinein, und da saß eine Frau beim Feuer und kochte sich ihr Appenbrot. »Kann ich bei euch übernachten?« fragte er. »Ei, mit Freuden«, sprach die Frau. »Setzet euch hin und tut, als ob ihr zu Hause wäret.« Das war dem Jüngling gerade recht. Er aß und trank nach Herzenslust, denn er hatte den ganzen Tag noch nichts in den Magen bekommen und schlief wie ein Prinz, bis die Sonne schon hoch am Himmel stand. Er sprang empor und schaute durch das Fenster in den schönen grünen Wald. Da liefen Hirsche und Rehe und Hasen im ganzen Herden herum, und wilde Vögel aller Arten flogen von Baum zu Baum. Dazu sangen die Lerchen und Finken und Nachtigallen, dass es ihm so wohl ward, wie ihm nie gewesen war, und er beschloss, den schönen Wald nicht so bald zu verlassen. Beim Frühstück fragte der Jüngling die Frau, wem der Wald gehöre. »Der Wald gehört mein«, sprach sie.
Da fragte er weiter, ob er wohl darin jagen dürfe, denn die Jagd sei seine größte Lust und Freude. Das mögt ihr, so viel euch beliebt, doch ich rate euch, tut es nicht, erwiderte die Frau. Er schlug den Rat aber in den Wind, denn er sah keinen Grund dazu, ergriff eine Büchse und sprang fröhlich in den Wald. Da rief die Frau seinen Diener und sprach: Gehe und folge deinem Herrn schnell, so lieb dir sein Leben ist. Wenn ihr auf den freien Waldplatz kommt, dann springen 3 weiße Hirsche vor euch her, doch darf dein Herr keinen schießen. Übrigens mag er töten, was ihm vor den Lauf kommt. Du darfst deinem Herrn aber nicht sagen, dass ich dir dies verraten habe, sonst ist es um dich geschehen. Der Diener dankte der Frau von Herzen für ihren Rat, denn er liebte seinen Herrn über alles. Kaum waren beide einige 100 Schritte im Wald fortgegangen, da wurde es lichter und immer lichter, und sie kamen auf eine große Wiese. Da sprang ein Bächlein lustig über weiße Kiesel, und die Vögel sangen, dass dem Jüngling sein Herz im Leibe hüpfte. Da raschelte es plötzlich im Gebüsch, und 3 prächtige schneeweiße Hirsche mit stolzem Geweih sprangen heraus und liefen quer über die Wiese hin. Der Jüngling legte an, aber ehe der Schuss noch fiel, schlug der treue Diener ihm die Flinte in die Höhe, sodass die Kugel in einem Baum fuhr und die Hirsche unversehrt davon sprangen. Der Jüngling fuhr den Diener hart an, warum er das getan habe, doch dieser entschuldigte sich und sprach, eine Biene habe ihm in die Hand gestochen und darüber sei er aufgefahren. Sie gingen weiter und der Jüngling schoss noch allerlei Wild. Aber die Freude war ihm verdorben, denn die 3 weißen Hirsche wollten ihm nicht aus dem Kopfe. In dem Waldhäuschen nahm die Frau den Diener beiseite und lobte ihn. Er habe seinem Herrn das Leben gerettet. Sie trug in ihrer Freude die köstlichsten Speisen aller Art auf, schenkte Wein aus aller Herren Länder ein und dem Jüngling gefiel es immer besser bei ihr. Am anderen Morgen ergriff er wieder die Flinte und ging in den Wald. Da sprach die Frau zu dem Diener: Geh und folge deinem Herrn. Wenn ihr auf den freien Waldplatz kommt, dann springen 3 braune Hirsche daher. Aber verhüte, dass dein Herr sie schießt, so lieb dir sein Leben ist. Und verrate nicht, dass ich dir dies gesagt habe, sonst ist es um dich geschehen. Der Jüngling ging ganz denselben Weg wie tags zuvor. Wie sehr auch der Diener suchte, ihn anderswo hinzuführen. Bald kamen sie auf die schöne Waldwiese mit den munteren Bächlein und all den 1000 Vögeln. Da raschelte es wieder im Gebüsch, und 3 braune Hirsche mit prächtigem, stolzen Geweih setzten quer über die Wiese hin. Der Jüngling schlug an, aber zugleich gab der Diener ihm einen Stoß, dass die Kugel in die Luft pfiff. Da fuhr der Jüngling zornig auf und rief: Wenn du dies noch einmal wagst, dann schieße ich dich nieder. Und was der treue Diener auch sagen und wie er sich auch entschuldigen mochte, alles half nichts. Sein Herr blieb dabei. Er konnte nicht verschmerzen, dass die 3 Hirsche ihm durchgegangen waren, denn schönere hatte er sein Leben lang nicht gesehen. Die Frau in dem Waldhäuschen trug heute noch viel köstlicheres Essen auf als am Tage vorher, und die guten Weine aller Art standen die Hülle und Fülle auf dem Tische. Zum Diener aber sprach sie heimlich, er habe seine Sache gut gemacht, und sein Herr gehe einem großen Glück entgegen. Als der Jüngling am folgenden Morgen wieder in den Wald sprang, sprach die Frau zu dem Diener: Gehe und folge deinem Herrn und lass ihn nur nicht schießen, wenn er heute 3 schwarze Hirsche auf dem Waldplatz sieht. Heute ist der gefährlichste Tag und sein Leben hängt daran. Verrate mich aber nicht, so dir dein Leben lieb ist. Der Diener versprach ihr es willig und eilte seinem Herrn nach. Aber heute war es ihm so traurig zumute, er wusste selbst nicht wie und warum. Der Wald schien ihm nicht mehr so schön und die Vöglein nicht mehr so lustig und das Bächlein nicht mehr so munter. Er versuchte wohl, seinen Herrn einen anderen Weg zu führen, aber der Jüngling wollte nicht.
Er hatte die drei Hirsche im Kopf und drohte dem treuen Diener: »Heute rate ich dir aber gut. Stoße mich nicht, sonst geht es dir schlimm.« Also kamen sie an die Waldwiese. Und kaum standen sie da, da brachen drei schwarze Hirsche mit mächtigem Geweih aus den Büschen und sprangen quer über die Wiese daher. Der Jüngling schlug an. Da gab ihm der treue Diener einen Ruck. Die Kugel sauste in den Wald und die drei Hirsche entsprangen. »Es soll zu mir büßen«, schrie der Jüngling und lud von Neuem. Wie sehr der treue Diener auch jammerte und um sein Leben bat. Alles half nichts. Der Jüngling schoss ihn in seinem Zorne nieder. Als die blasse Leiche aber so vor ihm lag, da verrauchte der Zorn bald und die Reue kam. Vergebens rief er den treuen Diener mit 100 schönen Namen. Er weinte und rang die Hände. Er war tot und blieb tot. Da stürzte er wild und wie ein wahnsinniger Mann durch den Wald zurück zu dem Waldhäuschen. Doch es war öd und einsam. Die freundliche Frau war verschwunden. Er sattelte im Stall eins seiner Pferde, sprang darauf und ritt verzweiflungsvoll weg. Wohin, das wusste er selber nicht. Also war er in tiefster Betrübnis, Stunde an Stunde dahingesprengt, auf wildem Waldwegen. Die Sonne stand im Mittag und sie ging zur Rüste, und der Wald wurde immer dichter. Weder Dorf noch Haus war zu sehen. Hunger und noch mehr Durst quälten ihn. Die ganze Nacht ritt er fort, bis an den Wipfeln der Bäume der Schein des Morgenrots wieder strahlte. Da öffnete sich der Wald, und er kam auf eine große Wiese. Darauf sprang eine klare, frische Quelle. Er bückte sich zu ihr, um seinen brennenden Gaumen zu lechzen, und trank lange Züge. Als er sich aber wieder erhob, da siehe, standen drei wunderschöne Jungfrauen vor ihm. Er zog seinen Hut zum Gruße ab, doch sie schauten ihn finster und zornig an und sprachen: »Du hast in deinem bösen Zorne dein Glück verscherzt und unsere Erlösung auf lange Zeit verschoben. Jetzt wärst du im goldenen Königreich, wenn du guten Raten und freundlichen Bitten gefolgt hättest. Nun aber musst du noch lange wandern und viel kämpfen, bis du dahin kommen kannst.« Da stürzte der Jüngling vor ihn auf die Knie und rief voller Reue: »Ich will gern alles dulden und ertragen, wenn ich nur meine Tat wieder gut machen kann. Sagt mir nur, was ich tun soll.« »Das ist uns nicht gegeben«, sprachen die Jungfrauen. »Doch wollen wir dir beistehen, so viel es uns erlaubt ist.« Da gab die Älteste ihm ein Schwert. Dem konnte nichts widerstehen, und wer vor ihm getroffen wurde, der sank tot zu Boden. Die Zweite gab ihm eine Börse. Die blieb immer mit blanken Goldstücken gefüllt, wie viel man auch herausnehmen mochte. Die Jungfrau aber, welche die schönste war und zu der er sogleich in Liebe entbrannte, gab ihm einen goldenen Ring, dass er ihrer nicht vergesse. Dann verschwanden sie. Jetzt fiel dem Jüngling wie ein Stein vom Herzen. Er fasste sich einen frischen Mut und dachte an weiter nichts als an das goldene Königreich und die drei Jungfrauen, besonders an die jüngste. Er schwang sich auf sein Pferd und ritt ruhigeren Sinnes in den Wald hinein. Noch war er keine 100 Schritte weit, als er ein schreckliches Zischen und jämmerliches Brüllen in dem Gebüsch hörte. Er sprang darauf zu, und da war es ein scheußlicher Lindwurm, der seinen langen Schweif um einen Löwen geschlagen hatte und ihm sein Gift entgegenspie. Kurz entschlossen fasste der Jüngling sein Schwert und tat einen schweren Schlag, so dass er den Lindwurm den Schweif abschlug, und das abgehauene Stück fuhr mit solcher Gewalt in die Bäume hinein, dass es ganze Äste zerbrach. Mit einem zweiten Schlage traf er den Kopf des Drachen, so dass das Untier hinunterstürzte und die Zunge armslang aus dem Halse streckte. Der Löwe aber schüttelte sich und sprang vor Freuden wie ein getreuer Hund zu seinem Befreier, drückte seinen zottigen Kopf an ihn und suchte ihm auf jede Art seinen Dank zu beweisen,
folgte ihm auch seit dem Augenblicke überall hin. Da wuchs dem Jüngling der Mut, denn nun erkannte er die Kraft seines Schwertes. Und er ritt Aida manche Woche lang seines Weges fort, bis er endlich an das Wasser Irrewellen kam, welches so groß und breit ist, dass man sein Ende gar nicht absehen kann. Da lag am Ufer ein Schiff vor Anker. Und nicht weit davon stand des Schiffers Haus. Der trat heraus, grüßte den Jüngling und bot ihm Speise und Trank. Das nahm der Jüngling dankbar an, denn er hatte seit vielen Tagen nur von Wurzeln und Kräutern gelebt. Dann fragte er den Schiffer, ob er nicht wisse, wo das goldene Königreich liege. Der Schiffer sprach: »Wenn ihr dahin wollt, dann seid ihr schlecht beraten. Das liegt weit, weit jenseits des Wassers und der Riesenländer, und der Weg dahin ist schwer und gefährlich, denn die Riesen fordern von jedem, der durch ihr Land will, eine Hand oder einen Fuß als Zoll.« »Ich fürchte mich nicht vor den Riesen«, erwiderte der Jüngling, »wenn ich nur in das goldene Königreich kommen kann.« »Wenn ihr nicht anders wollt, dann fahre ich euch über«, sprach der Schiffer. Der Jüngling trat mit seinem Pferde und dem Löwen in das Schiff. Der Wind blies in die weißen Segel und es flog über die Wellen dahin. Bald aber verfinsterte sich der Himmel. Der Sturm erhob sich und warf das Schiff auf und nieder wie einen Spielball, so dass man jeden Augenblick meinte, es müsse versinken. Doch der Jüngling behielt seinen Mut und verzagte nicht. Nach einiger Zeit ließ der Sturm nach. Es wurde wieder hell und heiter und das Schiff landete bei freundlichem Sonnenschein. Der Jüngling lohnte dem Fährmann reichlich, dankte ihm und stieg ans Land. Noch ehe er sich recht umschauen konnte, hörte er einen entsetzlichen Lärm und sah drei Riesen, welche mit eisernen Stangen auf ihn zuliefen und schrien, sie müssten seine rechte Hand zum Zoll haben. »Gemach, gemach«, sprach der Jüngling, »das hat nicht so große Eile.« Und er trat ihnen fest entgegen, schwang sein Schwert und schlug in einem Hui zweien den Kopf ab. Den dritten zerriss sein Löwe und nahm ihn als Frühstück ein, aber nicht ganz, denn der Riese hatte handdickes Fett auf den Knochen und war wohlgenährt. Dann sprang der Jüngling auf sein Pferd und ritt frohen Sinnes weiter durch den Wald und Heide, Wiese und Weide, bis er wiederum an ein großes Wasser kam. Am Strande stand ein Haus, und vor dem Hause lag ein Schiff. Der Schiffer trat aus dem Hause, als er den Tritt des Pferdes hörte, grüßte den Jüngling und bot ihm Obdach und Labsal in seinem Haus an. Der Jüngling nahm dies dankbar an, denn er hatte seit seinem Kampf mit dem Riesen nichts mehr gegessen. Nach dem Essen fragte er den Schiffer, wie das Wasser heiße und wo das goldene Königreich liege. »Das Wasser heißt grausam«, sprach der Schiffer, »weil es alles verschlingen möchte, was auf ihm schwimmt und schwebt. Und wenn ihr das goldene Königreich wollt, dann habt ihr schlimme Wege. Das liegt weit jenseits des Wassers und der Riesenländer. Die Riesen fordern aber von jedem, der durch ihr Land will, eine Hand oder einen Fuß, und ihrer sind viel. Darum rate ich euch, bleibt lieber hier.« »Ich fragte nichts nach den Riesen und kämen sie auch zu Dutzenden«, sprach der Jüngling. »Wie ihr wollt, ich fahr euch gerne rüber.« Da stiegen sie alle in das Schiff. Der Fährmann zog die Segel auf und der Wind blies so günstig, dass es eine Lust war. Er blies aber mit der Zeit immer stärker und stärker. Der Himmel verfinsterte sich und ein schrecklicher Sturm mit heftigem Gewitter brach los. Das Wasser wurde stets wilder. Die Wellen packten ordentlich das Schiff wie mit weißen Fäusten und warfen es herum, dass dem Fährmann Hören und Sehen verging. Aber da stellte sich der Jüngling an Steuerruder und stand fest und aufrecht da. Und je wilder das Wasser wurde, umso mehr Freude machte es ihm. Endlich legte sich der Sturm. Die Wellen wurden immer zahmer und kleiner und zuletzt waren sie ganz still und friedlich. Und das Schiff glitt nur so über sie dahin.
Am Lande stieg der Jüngling mit seinen Tieren aus und gab dem Schiffer überreichten Lohn. Da sprangen 6 plumpe Riesen mit schweren Eisenstangen herbei. Die schrien ihm zu, er müsse ihnen seine linke Hand als Zoll geben, wenn er durch ihr Land wolle. Sogleich sollt ihr sie haben, rief der Jüngling, hob sein Schwert und hui, sagte es. Da wussten 4 von den Riesen nicht mehr, wo ihnen der Kopf stand. Die 2 anderen nahm der Löwe zum Frühstück und fraß, als ob er in 8 Tagen nichts mehr bekommen sollte. Immer weiter ging nun die Reise über Berg und Tal, bis sie an ein drittes Wasser kamen. Da lag ein mächtig großes Schiff vor Anker, und am Strande stand des Schiffers Haus. Der trat heraus, grüßte den Jüngling und bot ihm Obdach und Labsal. Das ließ er sich gefallen, denn in den Bergen und Tälern war er keinem Wirtshaus begegnet und sein Magen knurrte. Nachdem er sich gestärkt hatte, fragte der Schiffer, wie das Wasser heiße und wie weit es bis zum Goldenen Königreich sei. Das Wasser heißt das Allerschlimmste, sprach der Schiffer, weil noch kein Schiff hat hinüberfahren können. Und wenn man auch drüben wäre, dann hat man immer noch nicht gewonnen, denn da liegen 9 Riesen, die lassen nicht mit sich spaßen. Sie fordern von jedem die Füße als Zoll, der in das Goldene Königreich will. Und mit denen wird niemand so leicht fertig. Die Riesen kümmern mich nicht, wenn ihr mich nur überfahren wollt. Dazu ist mir mein Schiff und mein Leben zu lieb, erwiderte der Schiffer. Aber als der Jüngling anfing, aus der Börse blanke Goldtaler auf den Tisch zu zählen, wurde der Fährmann immer mutiger. Und als der Tisch voll gezählt lag, sprach er, nun will ich's wagen. Da stieg der Jüngling mit seinen Tieren in das Schiff. Der Fährmann folgte und die Segel schwollen mit frischem Winde. Plötzlich aber brach der Sturm los. Das Wasser wurde wie ganz schwarz, die Wellen gingen turmhoch und packten das Schiff, als ob sie es zermahlen wollten. Dazu zischten die Blitze, sodass der Himmel wie ein Feuermeer schien. Der Donner folgte sich Schlag auf Schlag. Kurz, es war, als wolle die Welt untergehen. Der Schiffer jammerte und schrie, die Tiere wimmerten vor Angst, nur der Jüngling war ruhig und kalt. Als der Schiffer zuletzt gar alles verloren gab, als die Segel rissen, der Mast brach und keine Rettung mehr möglich schien, da fasste er das Steuerruder und hielt an demselben aus, bis die Wut des Sturmes sich legte, die wilden Wasser sich ebneten und die Sonne wieder hinter den Wolken hervortrat. Da lag das Riesenland vor ihnen. Der Jüngling beschenkte den Fährmann noch einmal reichlich und machte sich mit seinen Tieren auf den Weg. Er war nicht weit gegangen. Da kamen die 9 Riesen schon herangepoltert, schwenkten ihre dicken Eisenstangen über den Köpfen und schrien alle durcheinander, »Deine Füße müssen wir als Zoll haben! Her, deine Füße her!« »Ei, schreit nicht so toll, ich höre es ja schon«, rief der Jüngling. »Wer will meine Füße haben?« »Wir wollen sie haben«, schrien die 4 Ersten und wollten über ihn herfallen, aber hui, sagte das Schwert. Da waren sie alle 4 Mäuschen still. Dann lief er zu den 5 anderen, die nicht so schnell gelaufen waren. Hui, pfiff das Schwert und da lagen wieder 3 da. Die 2 letzten nahm der Löwe zum Mittagsbrot und fraß, dass er nicht mehr von der Stelle konnte. Voller Freude schaute der Jüngling um sich. Und da lag in der Ferne eine wunderschöne Stadt. Die strahlte und leuchtete in der Sonne wie reines Gold. Er ruhte einen Augenblick aus. Dann spornte er sein Ross und sprengte auf die Stadt zu. Aber je näher er kam, umso weniger konnte er den Glanz aushalten. »Das muss das Goldene Königreich sein«, sprach er. »Oder ich finde es nie.« Und er hatte recht, denn es war die Hauptstadt vom Goldenen Königreich. Als er hineinkam, suchte und fragte er zuerst nach dem Königsschloss. Dann kehrte er in einem Wirtshaus ein, welches dem Schloss gerade gegenüber lag. Da hörte er von dem Wirt, dass im Schlosse 3 schöne Prinzessinnen seien. Sie wären aber verwünscht und könnten nur durch den Bräutigam der Jüngsten erlöst werden.
der wohne noch jenseits der drei Meere und der Riesenländer. Und es sei eine große Frage, wann er komme. Der Jüngling fragte weiter, wie der Bräutigam die Erlösung vollbringe. Das Schloss sei ja immer geschlossen und man sehe ihm nicht an, dass ein lebendes Wesen darin wohne. Sprach der Wirt, wenn der Bräutigam im rechten Wagen und mit den rechten Pferden zu dem Schlosse fahre, dann werde es sich öffnen. Weiter wisse er nichts. Nun wusste der Jüngling genug, denn es war klar, dass nur er der Bräutigam sein konnte. Am folgenden Tage tat die Börse ihre Schuldigkeit. Er kaufte einen schwarzen Wagen und 6 schwarze Rosse, nahm viele Diener an und kleidete alle schwarz, also fuhr er auf das Schloss zu. Als der Wagen in die Nähe des Tores kam, sprang es auf. Und da kam er in den großen Schlosshof. Der war aber öde und einsam und alle Türen und Fenster gesperrt. Nur dem Tor gegenüber war ein zweites Tor, das war auch offen. Der Jüngling befahl dem Kutscher, hindurchzufahren, denn er glaubte, in einen zweiten Hof zu kommen. Aber er fand sich auf der Straße und das Tor schlug hinter ihm zu. Da sah er, dass dies der rechte Wagen und die rechten Pferde nicht waren. Er kaufte sich nun einen prächtigen braunen Wagen mit 6 braunen Pferden, kleidete auch all seine Diener braun und fuhr wieder auf das Schloss zu. Das große Tor sprang vor dem Wagen auf und der Wagen rollte in den Schlosshof. Da war es wiederum ganz still und einsam. Nur waren die Fenster alle offen, sodass man in die prächtigen Zimmer sehen konnte. Doch die Türen blieben geschlossen und keine lebende Seele zeigte sich. Da befahl er dem Kutscher, durch das zweite Tor zu fahren. Und als er kaum hindurch war, schlug es hinter den Wagen zu. Am folgenden Tage kaufte er sich einen schneeschlossweißen Wagen mit 6 Schimmeln, kleidete all seine Diener weiß und fuhr also nach dem Schlosse. Da sah er von weitem schon das große Tor sperrangelweit offen. Auf dem Dache flatterten die Fahnen und die Kanonen schossen, als er näher kam, dass der Erdboden zitterte. Als er hineinfuhr, scholl ihm Musik entgegen von Pauken und Trompeten und der ganze Hof stand voll prächtig gekleideter Herren und Frauen und Diener, die schlossen seinen Wagen auf und empfingen ihn ehrbietig, um ihn ins Schloss zu führen. Da stand an der Treppe der König mit seiner Krone auf dem Haupte, 3 wunderschöne Jungfrauen zu seiner Seite. Die jüngste und schönste aber eilte zu dem Jüngling entgegen und sprach: Sei gegrüßt, mein Erlöser und Geliebter! Sie küssten sich und wurden zur Stunde miteinander vermählt und waren in treuer Liebe glücklich ihr Leben lang. Als noch das goldene Zeitalter war, wo die Engel mit den Bauernkindern auf den Sandhaufen spielten, standen die Tore des Himmels weit offen. Und der goldene Himmelsglanz fiel aus ihnen wie ein Regen auf die Erde herab. Die Menschen sahen von der Erde in den offenen Himmel hinein. Sie sahen oben die Seligen zwischen den Sternen spazieren gehen. Und die Menschen grüßten hinauf, und die Seligen grüßten herunter. Das Schönste aber war die wundervolle Musik, die damals aus dem Himmel sich hören ließ. Der liebe Gott hatte dazu die Noten selber aufgeschrieben. 1000 Engel führten sie mit Geigen, Pauken und Trompeten auf. Wenn sie zu ertönen begann, wurde es ganz still auf der Erde. Der Wind hörte auf zu rauschen und die Wasser im Meer und in den Flüssen standen still. Die Menschen aber nickten sich zu und drückten sich heimlich die Hände. Es wurde ihnen beim Lauschen so wunderbar zumut, wie man das jetzt einem armen Menschenherzen gar nicht beschreiben kann. So war es damals, aber es dauerte nicht lange, denn eines Tages ließ der liebe Gott zur Strafe die Himmelstore zumachen und sagte zu den Engeln: Hört auf mit eurer Musik, denn ich bin traurig. Da wurden die Engel auch betrübt und setzten sich jeder mit seinem Notenblatt auf eine Wolke und zerschnitzelten die Notenblätter mit ihren kleinen goldenen Scheren in lauter einzelne Stückchen. Die ließen sie auf die Erde hinunterfliegen.
Hier nahm sie der Wind, wehte sie wie Schneeflocken über Berg und Tal und zerstreute sie in alle Welt. Und die Menschenkinder haschten sich jeder ein Schnitzel, der eine ein großes und der andere ein kleines, und hoben sie sich sorgfältig auf und hielten die Schnitzel sehr wert, denn es war ja etwas von der himmlischen Musik, die so wundervoll geklungen hatte. Aber mit der Zeit begannen sie sich zu streiten und zu entzweien, weil jeder glaubte, er hätte das Beste erwischt. Und zuletzt behauptete jeder, das, was er hätte, wäre die eigentliche himmlische Musik. Und das, was die anderen besäßen, wäre Eitel, Trug und Schein. Wer recht klug sein wollte, und deren waren viele, machten noch hinten und vorn einen großen Schnörkel dran und bildeten sich etwas ganz Besonderes darauf ein. Der eine pfiff A und der andere sang B, der eine spielte in Moll und der andere in Dur, keiner konnte den anderen verstehen. Kurz, es war ein Lärm wie in einer Judenschule. So steht es noch heute. Wenn aber der jüngste Tag kommen wird, wo die Sterne auf die Erde fallen und die Sonne ins Meer und die Menschen sich an der Himmelspforte drängen, wie die Kinder zu Weihnachten, wenn aufgemacht wird, da wird der liebe Gott durch die Engel all die Papierschnipsel von seinem himmlischen Notenbuche wieder einsammeln lassen. Die Großen ebenso wohl wie die Kleinen. Und selbst die ganz Kleinen, auf denen nur eine einzige Note steht. Die Engel werden die Stückchen wieder zusammensetzen. Und dann werden die Tore aufspringen und die himmlische Musik wird aufs Neue erschallen. Ebenso schön wie früher. Da werden die Menschenkinder verwundert und beschämt dastehen und lauschen und einer zum anderen sagen, »Das hattest du, das hatte ich. Nun aber klingt es erst wunderbar herrlich und ganz anders, nun da alles wieder beisammen und am richtigen Orte ist.« »Ja, ja, so wird's. Ihr könnt euch darauf verlassen.« Blütezeit. Es war April. Auf der Landstraße, die ein wenig bergan führte, stand hüben und drüben eine Reihe von Apfelbäumen. Aber wie sahen die Bäume aus? Weder Blätter noch Blüten noch Äpfel daran. Braun und kahl streckten sie ihre Äste und Zweige in die Luft hinaus. »Sst, fangt mich!« rief es da auf einmal und auf einen der Apfelbäume hinaufgeflogen kam. Nein, das ratet ihr doch nicht, was da geflogen kam. Eine grüne Papierschlange. Sie war noch von Fastnacht übrig geblieben. Ein kleiner Junge hatte sie zu Hause entdeckt, hatte sie mit hierher auf die Landstraße gebracht und nun hoch in die Luft geschleudert. Da war sie im Baum hängen geblieben. »Guten Tag«, sagte die Schlange, als sie oben war. »Das ist ja fein, dass ich hier gelandet bin. Mir scheint, du kannst etwas Schmuck sehr gut gebrauchen.« »Oh«, sprach der Apfelbaum, »sehr lange wird es bestimmt nicht mehr dauern, dann werde ich ein schönes Kleid tragen.« »So«, sagte die Papierschlange. »Und was für ein Maskenkleid wirst du dann anziehen, wenn man fragen darf?« Ihr begreift schon, es war eine Fastnachtsschlange. Da konnte sie natürlich nur von Maskenkleidern reden. »Ich werde einen Apfelbaum vorstellen«, sagte der Baum. »Hast du das Kostüm schon fertig? Wo ist es? Ich bin sehr gespannt, es zu sehen.« »Vorläufig ist es noch in den Knospenschränkchen eingeschlossen, die du hier an meinen Zweigen siehst«, sagte der Apfelbaum. Die Papierschlange betrachtete die braunen Knospen. Dann sagte sie, »Gut, ich werde hier warten, bis du es herausholst.« Mit diesen Worten schlang sie sich noch ein paar Mal um den Ast herum, damit sie recht fest säße und der Wind sie nicht forthole. Sie musste vorläufig noch ein wenig warten, die Papierschlange. Es kamen erst noch ein paar kalte Tage mit Sturm und sogar noch mit ein wenig Schnee. Aber dann fing die Sonne an, warm und immer wärmer zu scheinen, und ein ganz warmer Regen rieselte herab. Eines Tages war das Wunder geschehen.
Da saß Blüte an Blüte auf den Apfelbäumen, zarte, weiße, rosa, schimmernde Blüten. Als hätte jeder Baum sich ein feines Sonntagskleid gesteckt, so sah es aus. Und als hätten all die Bäume in ihrem duftigen weißen Staat sich hier auf der Chaussee zum Frühlingsreiten aufgestellt. Denn Frühling war es nun. Das konnte man gleich merken. Überall Frühlingssonne und Frühlingswind, Frühlingsduft und Frühlingsfreude. Juhu! Rief die grüne Papierschlange, die noch immer auf dem Apfelbaum festsaß, und stieg hoch auf vor Freude. Alle Achtung, Herr Apfelbaum, so schön hätte ich mir dein Kleid nicht gedacht, entzückend. Wie fein sind die kleinen Blüten, wie hübsch das zarte Rosa an den weißen Blättchen, wie hell und lieblich leuchten sie aus den grünen Blättern heraus. Kleid, lachte der Apfelbaum. Fastnachtsscherz, das sind meine Blüten, Kinder. Du musst sie mir nicht eitel machen. Es ist wahr, sie sind hübsch und zierlich. Aber sie sollen nicht denken, dass das die Hauptsache sei. Sie sollen ihre Gedanken vor allen Dingen auf ihre Arbeit richten. Auf ihre Arbeit? Fragte die Papierschlange erstaunt. Ja, was sollen die niedlichen Dinger denn für eine Arbeit tun? Oho, antwortete der Apfelbaum. Du kämst mir recht, du grüner Fastnachtsluftikus. Du meinst wohl, hier auf der Welt wäre jedermann nur zum Vergnügen da wie du? Ich hab dich so schön geschmückt, als du noch braun und kahl warst, meinte die Schlange. Und nun tun dies die Blüten zum Schmuck da sein. Das ist doch auch schon etwas. Gewiss, sagte der Apfelbaum. Und das macht mir auch Freude, aber wie lange wird das dauern? Kaum 8 Tage, dann ist die ganze Herrlichkeit vorbei. Dann sind all die Blüten verwelkt und fort. Und was bliebe mir dann, wenn sie nicht ihre Arbeit getan hätten und keine Früchte bekämen? Nun erzähl doch bloß, was ist's denn mit der Arbeit? Fragte die Papierschlange. Dazu musst du dir so ein Blütchen erst ganz genau betrachten, sagte der Apfelbaum. Siehst du den Kranz von kleinen gelben Beutelchen, der da um die Mitte herumsteht? In diesen Beutelchen steckt ein ganz feiner goldgelber Staub, der Blütenstaub. Siehst du, diesen Blütenstaub müssen die Blütenkinderlein aus den Beutelchen herausholen und in die Mitte grad in den Blütenschoß hineinwerfen. Da geht er dann auf und wächst und wächst, bis ein dickes, rundes Äpfelchen daraus wird. Geld, da wunderst du dich. Machte die Schlange nachdenklich, dass sie da so können, die kleinen Dinger. Weißt du, sagte der Apfelbaum, ganz allein geht's ja meistens nicht. Sie sind doch zu jung und ungeschickt dazu und eben auf die Welt gekommen. Da müssen sie sich erst mal umgucken, wie es darauf aussieht. Aber die Bienen, weißt du, das sind ihre kleinen Freunde. Und die helfen ihnen dabei. Manchmal auch der Wind. Die Schlange antwortete nichts. Sie sah, wie in den warmen Sonnenschein die Bienlein angeflogen kamen, wie sie den Blütenkindern freundlich halfen, wie sie dafür ein süßes Tröpfchen von den Blütenkinderchen bekamen und freudetrunken durch die Zweige schwirrten. Das war ein Gesurr und Gebrumm. So schwer scheint die Arbeit nicht gerade zu sein, dachte die Papierschlange. Denn ihr erschien alles als süßes Spiel. Und dazu die herrliche Frühlingsluft, der blaue Himmel, die Sonne und all die vielen 100 zarten weißen Blüten. Juhu! Kerzen gerade in die Luft hinauf, stieg die Schlange. Sie schwänzelte vor Freude. Juhu, es ist doch eine schöne Zeit, der Frühling. Seht mal, Herr Apfelbaum, da unten. Da unten war die Landstraße. Dort kamen jetzt Mädchen, die in die Fabrik gingen und allerlei Menschen. Alle blieben voller Bewunderung stehen. Guckt, sprachen sie, wie er blüht. Eines der Mädchen griff hinauf in die Zweige, um sich einen abzureißen. Aber da riefen die Freundinnen entrüstet,
Aber so etwas, wer wird Apfelblüten abreißen? Was hast du denn davon? Sie fallen bald ab und außerdem, denkst du gar nicht daran, dass sie auch Äpfel bringen sollen? Da nickte der Apfelbaum fröhlich mit dem Kopf und ließ ein paar Blütenblätter auf die jungen Dinge herabregnen, wie einen freundlichen Gruß. Aber nicht immer ging es so gut ab. Als andere Mädchen kamen, riss doch die eine und die andere unverständiger ein Zweiglein ab. Ritsch, ratsch! Der Apfelbaum war empört. Dann kam ein Fuhrmann. Er saß hoch auf seinem Wagen, dass ihm die Zweige über den Kopf strichen. Er hielt seinen Hut fest und es regnete Blüten darauf. Es ist ein Unglück, klagte der Apfelbaum, dass meine Zweige so tief herabhängen. Ein Unglück? Ach nein, ein Glück! Da kannst du Menschen mit Blüten überschütten wie mit Konfetti, sagte die Papierschlange. Denn sie kam in ihren Gedanken nicht über ihre Glanzzeit hinaus, die Fastnacht. Nun kam ein kleines Mädchen an seines Vaters Hand dahergegangen. »Ach, die schönen Blüten«, rief es ganz begeistert, »da wollen wir Mutti welche mitbringen.« »Ja«, sagte der Vater ernst, »der Apfelbaum wird es verstehen. Da Mutti krank ist und sonst nichts von seiner Pracht sehen kann, müssen wir ihm den Schmerz schon zufügen und einen seiner Zweige rauben.« Der Vater hob die Kleine hoch. Sie sah sich plötzlich mitten in der Blütenherrlichkeit und ganz zaghaft tastete ihre Hand in sie hinein. Sie zog und drehte an einem Zweige. »Es geht nicht, Papa!« »Ja«, lachte der Vater, »so leicht gibt der Apfelbaum seine Zweige nicht her. Sage ihm mal, dass sie für deine kranke Mutter sind.« Da schlug die Kleine die Händchen zusammen und sah den Apfelbaum recht bittend an. Was kann er da machen? Ein bisschen krächzte er noch, dann hielt das Kind die frischen Blütenzweige in der Hand. Glückselig lachte es und trug sie fort zur Mutter. Meine Blüten, seufzte der Apfelbaum. Meine schönen Blüten. Sie werden nun verwelken und können keine Äpfel bringen. Freu dich doch, jubelte die Schlange. Wie viel Freude haben sie denn nun schon gemacht? Aber das war noch nicht alles. Ein Rollstuhl kam des Wegs dahergefahren. Wie schön ist das, hier unter den blühenden Bäumen durchzufahren, sagte das alte Großmütterchen, das darin saß. Nein, diese Pracht, wie schade, dass der Großvater das nicht noch einmal erlebt hat. Er liebte die Blütezeit so sehr. Ein bisschen traurig und doch lächelnd sah das alte Frauchen zu den Bäumen empor. Ob man wohl so ein Zweiglein kriegen könnte? Was meinst du, Gretchen? Sie sind alle so hoch, aber warte mal, Großmutter, hier! Gerade vor unserem Apfelbaum hielt die Enkelin den Rollstuhl an. Ein Knacks, ein Ruck. Hier, Großmutti! Ich danke dir, sagte die Großmutter froh. Das will ich an Großvaters Bild stecken. Mit dem blühenden Zweiglein in der welken Hand fuhr sie im Rollstuhl davon. Nun kam noch ein Brautpaar anspaziert. Frisch lachend, Arm in Arm kam es dahergeschritten. Das junge Mädchen in dem weißen Kleide sah beinahe selber aus wie eine Blüte. Das Brautpaar wollte gerade an dem Apfelbaum vorbei. »Halt!« rief die grüne Papierschlange und umarmte keck das Jungfräulein. Doch Fastnacht war vorbei und solche Scherze waren nicht mehr erlaubt. »Fort mit dir«, sagte der Bräutigam. Aber da sahen sie den Apfelbaum. »Oh, wie herrlich!« »Frühling«, sagte er, »Blütezeit.« Dann nahm er sie in den Arm und küsste sie. Es war am Abend dieses Tages. Die Sonne war fort, dämmerig und kühl war es geworden. Im Städtchen oben läuteten die Abendglocken. »Hört ihr es?«, fragte der Abendwind. »Sie läuten einen schönen Frühlingstag zu Ende.« Musik
Drei Fragen. Es war einmal ein König. Der dachte bei sich, dass, wenn er immer die Zeit wüsste, wann er jedes Geschäft vornehmen solle, wenn er ferner wüsste, mit welchen Menschen er sich abgeben oder nicht abgeben solle, und wenn er vor allem stets wüsste, welches von allen Geschäften das Wichtigste sei, dass ihm alsdann nichts fehlschlagen könne. Und nachdem er also bei sich gedacht hätte, ließ er in seinem Reich bekannt machen, dass er denjenigen reich belohnen wolle, der ihn lehren würde, wie man für jedes Geschäft den richtigen Zeitpunkt finden könne, wie man ferner wissen könne, welche Leute einen am nötigsten seien und wie man endlich darin nicht irren könne, welches von allen Geschäften das Wichtigste sei. Und es kamen gelehrte Leute zum König und gaben auf seine Fragen bald diese, bald jene Antwort. Die erste Frage beantworteten die einen dahin, dass man, um für jedes Geschäft den richtigen Zeitpunkt zu finden, zuvor eine Einteilung der Tage, Monate und Jahre vornehmen und sich streng an diese Einteilung halten müsse. Nur dann, meinten sie, würde jedes Geschäft zur rechten Zeit seine Erledigung finden. Eine zweite Gruppe sagte, dass man nicht im Voraus darüber entscheiden könne, welches Geschäft man zu dieser oder jener Zeit vornehmen werde, und dass man sich nicht mit leerem Zeitvertreib aufhalten, sondern stets auf den Gang der Dinge achten und im gegebenen Augenblick das, was erforderlich sei, tun solle. Eine dritte Gruppe sagte, dass, wie aufmerksam auch der König auf den Gang der Dinge achten möge, ein einzelner Mensch doch unmöglich in jedem Falle richtig entscheiden könne, was zu dieser oder jener Zeit geschehen solle, sondern dass er hierzu einen Rat von weisen Männern haben und nach deren Erwägung entscheiden müsse, was zu jeder Zeit getan werden solle. Eine vierte Gruppe endlich sagte, dass es Geschäfte gebe, bei denen keine Zeit sei, die Ratgeber zu fragen, bei denen vielmehr sofort entschieden werden müsse, ob der richtige Augenblick da sei, sie zu beginnen oder nicht. Um dies aber zu entscheiden, müsse man im Voraus wissen, was geschehen werde. Das könnten nur die Zauberer wissen. Und darum müsse man, um den richtigen Zeitpunkt für jedes Geschäft zu finden, die Zauberer darüber befragen. Ebenso verschieden waren die Antworten auf die zweite Frage. Die einen sagten, dass dem Könige diejenigen am nötigsten seien, die ihn bei den Regierungsgeschäften unterstützten. Die anderen sagten, dass die Priester ihn am nötigsten seien. Die dritte Gruppe sagte, die Ärzte seien ihn am nötigsten. Und die vierte sagte, dass die Krieger ihm nötiger als alle anderen Menschen seien. Auf die dritte Frage, welches wohl das wichtigste Ding sei, antworteten die einen, das Wichtigste in der Welt seien die Wissenschaften. Die anderen sagten, die wichtigste Sache sei die Kriegskunst. Noch andere sagten, wichtiger als alles andere sei die Gottesverehrung. Alle Antworten waren voneinander verschieden. Darum stimmte der König keiner von ihnen bei und gab niemandem die versprochene Belohnung. Um aber doch irgendeine befriedigende Antwort auf seine Fragen zu erhalten, beschloss er, sie einem Einsiedler vorzulegen, der wegen seiner Weisheit weit und breit berühmt war. Der Einsiedler lebte in einem Walde, den er nie verließ, und pflegte nur schlichte Leute bei sich zu sehen. Darum legte der König einfache Kleider an, und als er in die Nähe der Einsiedlerklause kam, ließ er seine Leibwache in einiger Entfernung halten, stieg vom Pferde und schritt allein auf die Klause zu. Als der König hier anlangte, grub der Einsiedler gerade die Beete vor seinem Häuschen um. Sobald er den König erblickte, begrüßte er ihn und machte sich gleich wieder an seine Arbeit. Der Einsiedler war schmächtig und schwach. Und so oft er den Spaten in die Erde stieß und die Erdklumpen aufwarf, ächzte er schwer. Der König trat auf ihn zu und sprach: »Ich bin zu dir gekommen, weiser Einsiedler,
um von dir die Beantwortung dreier Fragen zu erbitten. Welche Zeit für jedes Geschäft zu wählen sei, dass es einem hinterher nicht gereue, welche Menschen einem die nötigsten seien und mit welchen man sich füglich mehr, mit welchen weniger abgeben solle, welche Geschäfte endlich die wichtigsten seien und mit welchen man sich darum vor allen anderen befassen solle. Der Einsiedler hörte den König an, antwortete jedoch nicht, sondern spuckte in seine Hand und fuhr fort, den Boten umzugraben. »Du bist müde geworden«, meinte der König. »Gib mir deinen Spaten, ich will für dich weitergraben.« »Ich danke dir«, sprach der Einsiedler, gab dem Könige den Spaten und setzte sich auf die Erde. Als der König zwei Beete umgegraben hatte, hielt er ein und wiederholte seine Fragen. Der Einsiedler antwortete nicht, sondern stand auf und streckte die Hand nach dem Spaten aus. »Jetzt ruhe du aus. Lass mich weiter graben«, sprach er. Aber der König gab ihm den Spaten nicht, sondern fuhr fort zu graben. Eine Stunde verging und noch eine zweite. Die Sonne verschwand bereits hinter den Bäumen und der König stieß den Spaten in den Boden und sprach: »Ich bin zu dir gekommen, weiser Mann, um Antwort auf meine Fragen zu heischen. Wenn du nicht antworten kannst, dann sag es, und ich gehe wieder heim.« »Sieh, da kommt jemand gelaufen«, sprach der Einsiedler. »Lass uns sehen, wer es ist.« Der König wandte sich um und sah, dass vom Walde her ein bärtiger Mann hastig auf die Klause zulief. Er hielt sich mit den Händen den Leib und unter seinen Händen rann das Blut hervor. Als der bärtige Mann den König erreicht hatte, brach er zusammen. Seine Augen schlossen sich und er lag unbeweglich und stöhnte nur leise. Mit Hilfe des Einsiedlers öffnete der König die Kleider des Menschen. In seinem Unterleib war eine tiefe Wunde. Der König wusch sie so gut er konnte und verband sie mit seinem Taschentuche und dem Handtuch des Einsiedlers. Aber das Blut hörte nicht auf zu rinnen und der König musste mehrmals den von dem warmen Blute durchfeuchteten Verband abnehmen und die Wunde von neuem waschen und verbinden. Als das Blut gestillt war, erwachte der Verwundete und verlangte zu trinken. Der König holte frisches Wasser und gab ihm zu trinken. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war kühl geworden. Der König trug den Verwundeten mit Hilfe des Einsiedlers in die Klause und legte ihn auf das Bett. Als der Verwundete auf dem Bette lag, schloss er die Augen und ward still. Der König aber war von der Arbeit und dem Hin- und Herlaufen so müde geworden, dass er sich an der Schwelle der Klause ausstreckte und gleichfalls einschlief. Er schlief so fest, dass er die ganze Nacht hindurch nicht ein einziges Mal erwachte und des Morgens, als er die Augen öffnete, lange nicht begreifen konnte, wo er sich befand und wer dieser seltsame, bärtige Mensch war, der da auf dem Bette lag und ihn mit seinen glänzenden Augen so durchdringend anschaute. »Verzeih mir«, sprach der Bärtige mit schwacher Stimme, als er bemerkte, dass der König erwacht war und ihn ansah. »Ich kenne dich nicht und habe dir nicht zu verzeihen«, sprach der König. »Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin dein Feind und habe geschworen, mich an dir zu rächen, weil du meinen Bruder hingerichtet und mich meines Vermögens beraubt hast. Ich wusste, dass du allein zu dem Einsiedler gehen wolltest, und ich hatte beschlossen, dich auf dem Rückwege zu töten. Aber der Tag ging zur Neige und du kamst nicht. Da verließ ich den Hinterhalt, um zu erkunden, wo du wärst, und ich fiel deinen Leibwächtern in die Hände. Sie erkannten und verwundeten mich. Ich entkam ihnen, aber der Blutverlust hätte mich getötet, wenn du meine Wunden nicht verbunden hättest. Ich wollte dich töten, und du hast mir das Leben gerettet.
wenn ich jetzt am Leben bleibe und du mich nicht von dir stoßest, will ich dir dienen als dein treuester Sklave und dasselbe auch meinen Söhnen gebieten. Verzeih mir. Der König war hoch erfreut darüber, dass er sich auf so leichte Art mit seinem Todfeinde versöhnen konnte und verzieh diesem nicht nur, sondern versprach auch, ihm sein Vermögen zurückzugeben. Auch seine Diener und seinen Leibarzt wollte er ihm schicken. Der König nahm von dem Verwundeten Abschied und trat aus der Klause ins Freie. Seine Augen suchten den Einsiedler. Bevor er von ihm schied, wollte er ihn noch ein letztes Mal bitten, seine Fragen zu beantworten. Der Einsiedler war in seinem Garten. Er kroch eben auf den Knien an den gestern gegrabenen Beeten entlang und legte Samenkörner in die Erde. Der König trat auf ihn zu und sprach: »Zum letzten Male, weiser Mann, bitte ich dich, mir auf meine Fragen Antwort zu geben.« »Aber du hast doch die Antwort schon erhalten«, sprach der Einsiedler, während er auf seinem mageren Schenkeln hockte und dem vor ihm stehenden Könige von unten her einen Blick zuwarf. »Was sagst du? Ich hätte die Antwort schon erhalten«, sprach der König. »Ganz gewiss«, sprach der Einsiedler. »Hättest du gestern nicht Mitleid mit mir gehabt und statt meiner die Beete umgegraben, sondern dich allein zu deiner Leibwache zurückbegeben, dann hätte dieser Mensch dich überfallen und du hättest bereut, nicht bei mir geblieben zu sein. Also war es doch die richtige Zeit zum Beetegraben und ich war der Mensch, der dir im Augenblick am nötigsten war. Und das wichtigste Geschäft war, mir Gutes zu tun. Und dann, als jener da zu uns gelaufen kam, war es gerade die richtige Zeit, ihn zu verbinden und zu warten, da er ja sonst, wenn du seine Wunde nicht verbunden hättest, gestorben wäre, ohne sich mit dir ausgesöhnt zu haben. Also war er auch für dich der wichtigste Mensch. Und das, was du für ihn getan hast, war für dich das wichtigste Geschäft. Merke dir also, dass der richtige Zeitpunkt stets nur der eine ist. Der Augenblick. Und zwar ist er darum der richtigste und wichtigste, weil wir nur in diesem einen Zeitpunkt Herren unserer selbst sind. Der wichtigste Mensch ist für dich der, mit dem du im Augenblick zu tun hast, da niemand wissen kann, ob er es überhaupt noch mit einem zweiten Menschen zu tun haben wird. Und das wichtigste Geschäft ist, dem, mit dem man im Augenblick zu tun hat, Gutes zu tun, denn einzig darum ward der Mensch ins Leben gesandt. Bruder Stiefelschmer. Ein Fleischergesell, der sich tief im Walde verirrt hatte, traf da einen Jäger an, der auf einem Baumstamm ruhte und sehr schmuck gekleidet war, auch glanzlederne Stiefel trug. Den grüßte er freundlich, und weil er auch müde war, setzte er sich zu ihm und fragte: »Wohin, woher, Bruder Stiefelschmer?« Der Jäger musste des Großes lachen und sagte: »Ich weiß selber nicht, woher und wohin. Ich bin im Walde verirrt und hoffte schon, ihr würdet den Weg wissen. Es soll hier im Wald nicht richtig sein.« »Bah«, sagte der Fleischer, »bange machen gilt nicht. Seht ihr hier meinen Stab? Solange ich den bei mir hab, fürchte ich mich vor tausend Teufeln nicht.« Der Jäger sah den Stock an und sagte: »Nun, der ist doch so gefährlich noch nicht. Ich habe Hirschfänger und Büchse. Aber was verschlägt das, wenn wir den Räubern in die Hände fallen, die hier ihr Wesen treiben sollen?« »Nur nicht ängstlich«, sagte der Fleischer. »Wir wollen zusammenhalten. Ich weiß ja auch nicht Weg und Steg.« »Das ist ein schlechter Trost«, meinte der Jäger.
Sie gingen zusammen und kamen bald an ein Haus am Walde. Da freute der Fleischer sich und rief: »Komm, Bruder Stiefelschmier, hier geht's lustig her!« Ungern folgte der Jäger. Er schien ihm da nicht geheuer. Der Fleischer war aber schon in der Stube und bestellte ein Abendbrot und zwei Betten. Bruder Stiefelschmier horchte an der Türe und hörte eine alte Frau zu seinem Gefährten sagen: »Ihr seid hier ganz unrecht und solltet euch je eh lieber aus dem Staube machen, denn ich habe 12 Söhne und wenn sie nach Hause kommen und euch hier finden, seid ihr Kinder des Todes.« »Papalapap«, sagte der Fleischer, »da müssten wir auch mit dabei sein. Ich hab keine Bange nicht. Bring uns nur bald etwas zu acheln, sonst müssen wir Hunger sterben. Das ist doch der schlimmste Tod, habe ich mir sagen lassen.« Damit ging er vor die Türe und suchte nach dem Jäger. Aber der hatte sich unterdessen in der Scheuer versteckt. Endlich fand er ihn zwischen zwei großen Heubündeln. Er musste ihn mit Gewalt hervorziehen. »Sei doch gescheit«, sagte er. »Willst du hier verhungern? Komm mit ins Haus und verlass dich auf meinen Zauberstab. Solange ich den habe, brauchst du nichts zu fürchten. Das Essen kann jetzt angerichtet sein und ich will wetten, es wird ja auch munden. Aber wir sind hier in eine Räuberhöhle geraten«, warf der Jäger ein. »Meinst du denn«, versetzte der Fleischer, »in einer Räuberhöhle könnte man von der Luft leben? Komm nur mit herein und iss für zweie, wer weiß, wann wir wieder was ergattern. Die Garküchen sind selten hier im Walde. Ich rate dir, trink gleich einen guten Stiefel. Danach, wenn die Räuber kommen und ich ihnen die Suppe gesalzen habe, darfst du mir nichts mehr anrühren. Dabei musst du aber doch tun, als könntest du nicht satt werden. Hörst du wohl, Bruder Stiefelschmier? Und noch eins, siehst, dass ich meinen Stab dreimal so in der Luft schwenke und ihn dann wie ein Stimmhauer auf den Tisch stoße, dass die Gläser klirren. So mach mir gleich alles mit deinem Hirschfänger nach. Du wirst sehen, das tut Wunder. Jetzt komm mit, Bruder Stiefelschmier.« Da musste Bruder Stiefelschmier, er mochte wollen oder nicht, mit ihm in die Stube und tüchtig reinhauen und mit dem Glase Bescheid tun. Es währte auch nicht lange, so kamen die 12 Räuber. Und als der Hauptmann die beiden Gäste sah, rief er laut: »Nun Gott, sei's getrommelt und gepfiffen! Das ist ein Wundpflaster! Den ganzen Tag haben wir nichts gefangen. Nun sind uns hier wenigstens ein paar Vögel ins Garn geflogen. Aber seid ihr auch fett?« »Ich meine wohl«, sagte der Fleischer, indem er seine Katze schüttelte, dass die Goldfritze klang. »Oh, und Bruder Stiefelschmier sieht mir auch nicht aus, als hätte ihm der Mond in den leeren Beutel geschienen. Ihr könnt uns wohl eine tüchtige Galgenmahlzeit bereiten, denn wir wissen schon, was die Glocke geschlagen hat. Aber wir wollen uns wenigstens erst gehörig anrichten lassen und nicht mit leerem Magen über die Klinge springen. Was uns die Alte aufgetischt hat, ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein gefallen. So ausgehungert sind wir hier im Walde.« »Ihr sprecht vernünftig«, sagte der Hauptmann. »Und uns soll es auf eine Mahlzeit nicht ankommen. Versäumt aber das Tischgebet nicht. Wir machen nicht viel Federlesens, wenn wir im Tritt sind. Aber Alter, warum trägst du nicht auf? Siehst du nicht, wie schlapp wir sind? Wir haben hier einen guten Fang getan. Du musst tüchtig auftischen.« »Es ist drin gedeckt«, sagte die Alte. »Ich wusste nicht, dass die Fremden mitessen sollen. Geht nur hinein, der Braten dampft schon, und wenn es euch recht ist, will ich Glühwein aufsetzen.« »Recht, alte Katze«, sagte der Hauptmann. »Aber einen guten Kübel voll, denn der König hat uns Schweiß gekostet. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Tropfen Blut im Leib habe. Es hieß, er jage inkognito im Walde. Da haben wir alles durchstöbert und die im Eiskeller auch. Aber wären die nicht glücklicher gewesen, wir haben keinen Schwalbenschwanz von einem König zu Gesicht gekriegt.« »Wer weiß, wozu es gut war«, sagte der Räuber einer. »Ich traue dem König die Courage nicht zu, allein im Wald zu jagen. Aber wenn uns die ganze Suite begegnet wäre...« »Lass gut sein«, sagte der Hauptmann. »Es geht mit mir hinein.« »Nun, ich sehe, die Alte hat's wohl mit uns gemeint. Hier ist auch Futter genug für unsere ausgehungerten Galgenvögel. Die Alte soll noch 2 Gedecke auflegen. Aber da ist sie ja schon. Nun setzt euch und tut, als ob ihr zu Hause wärt. Recht so, guter Freund, an meine grüne Seite. Aber warum nehmt ihr denn nicht Platz, Bruder Stiefelschmier, wenn mir recht ist?« »Ja, Bruder Stiefelschmier, ihr seht es ihm an den Füßen an. Er hat nur nicht rechtzeitig eingeheizt, darum zittert er so. Wenn die Bulle kommt, vergeht ihm das.«
Nun saßen sie alle 14 um den Tisch herum und ließen sich wohl schmecken, was die Alte beschert hat. Auch Bruder Stiefelschmier langte zu, weniger aus Hunger als um sich nicht mahnen zu lassen. Als sie sich einen guten Kropf gegessen hatten, kam die Alte und sagte, der Kübel sei so schwer, dass zwei befohlen werden müssten, ihn auf den Tisch zu tragen. Sie habe nicht die Macht dazu. Der Hauptmann schickte seinen Nachbarn zur Linken und den Fleischer, der ihm zur Rechten saß. Es waren beide starke Leute. Aber die Achselbänder krachten ihnen, als sie die riesige Bowle auf die Tafel hoben. Der Hauptmann ließ es sich nicht nehmen, die Gläser selbst zu füllen. Da klopfte der Fleischer seinen Nachbar zur Rechten auf die Schulter und sagte, »Nun, Bruder Stiefelschmier, komm nun mal her und lass uns die Gesundheit der ganzen Kompanie trinken.« »So ist's recht«, rief der Hauptmann. »Unser Gast mit der Katz versteht sich auf Lebensart. Er ist ein flotter Bursch, den könnten wir brauchen. Stoßt alle mit ihm an. Die ganze Kompanie soll leben hoch. Aber Bruder Stiefelschmier muss noch besser einheizen. Will der Wein nicht schmecken?« »Er ist etwas schwach«, meinte der Fleischer, »aber man muss nur desto mehr trinken. Vielleicht hilft das. Darf ich noch eine Gesundheit ausbringen?« »Ei«, rief der Hauptmann, den des Gastes Mut freute, »warum denn nicht? Noch zweie meinetwegen.« »Nun, das soll ein Wort sein, noch zweie«, sagte der Fleischer. »So trinke ich denn die erste auf unseren Hauptmann und der soll leben hoch und abermals hoch. Und zum dritten Mal hoch, hoch«, rief die ganze Bande und stieß mit dem Fleischer an, dass die Gläser platzten. Auch Bruder Stiefelschmier säumte nicht, mit allen anzustoßen und das Glas bis auf die Nagelprobe zu leeren. »Nun bin ich begierig«, dachte er bei sich, »wenn das dritte hoch gelten wird.« Der Hauptmann bedankte sich der erwiesenen Ehre, schenkte den Fremden und der ganzen Kompanie die Gläser wieder voll und bat nun, das dritte hoch folgen zu lassen. Da fasste der Fleischer sein Glas, hob es auf und sagte, »Das dritte Glas leere ich auf die Bruderkompanie im Eiskeller drüben. Damit ihr desto geneigter ihre Gesundheit trinkt, soll ich einen schönen Gruß vermelden und den König hätten sie gefangen. Den König gefangen!« »Den König gefangen! Das ist bitter«, sagte der Hauptmann. »Bitter, dass wir nichts selber haben, aber doch süß«, fügte er noch hinzu, »dass er gefangen ist, und so mag ich es denn gelten.« »Die ganze Kompanie im Eiskeller hoch, und nochmals hoch, und zum dritten Mal hoch.« Sie stießen alle an und tranken aus. Auch Bruder Stiefelschmier ließ sich nicht erst mahnen und tat seine Schuldigkeit. »Ich wollte, der Wein wäre auch so bitter bei der Süße. Wie magst du das schlaffe Zeug nur vertragen, Bruder Stiefelschmier?« »Mir schmeckt die Bowle vortrefflich«, entgegnete der Jäger. »So süß, Bruder Stiefelschmier, so süß. Das widersteht beim dritten Glas und ich tränke gern noch mehr.« »Aber«, unterbrach sie der Hauptmann, »wie kommt ihr zu dem Auftrag? Kennt ihr das Zeichen? Ihr seht mir gar nicht aus, als wärt ihr von der Bande. Lasst uns das Zeichen sehen.« Der Fleischer stand auf, schwenkte seinen Stab dreimal über den Kopf und stieß ihn wie einen Stimmhammer auf den Tisch, dass die Gläser den Ton gaben. Bruder Stiefelschmier tat fast a tempo, also zur selben Zeit, mit seinem Hirschfänger das Gleiche. »Wer hätte das gedacht?«, sagte der Hauptmann verdrießlich. »Und der kleine Bangehase Bruder Stiefelschmier ist auch von der Kompanie? Man irrt sich doch nicht mehr als in den Menschenkindern. So will ich nun auch eine Gesundheit ausbringen. Unsere beiden Gäste sollen leben hoch.« »Nur einen Augenblick Geduld«, bat der Fleischer. »Die Bowle ist so süß. Des Zeugs kann man nicht viel trinken. Frag doch die Alte, ob sie keine grünen Pomeranzen hat.« »Pomeranzen«, sagt der Hauptmann, »die wachsen auch hier im Wald.« »Ei«, sagte der Fleischer, »sie wachsen auch nicht in meiner Katze und doch trage ich immer welche bei mir. Seht her.« »Die werft hinein. Sie sind ganz frisch und grün.« »Riecht einmal, wie köstlich. Das gibt eine andere Herzstärkung.« Dabei ließ er den Hauptmann die Goldfritze sehen, dass ihm der Mund wässerte nach dem Fang, der ihm nun entging, die sie mit von der Eiskellerbande waren, mit der sie gute Freundschaft hielten. Er schlug es sich aber bald wieder aus dem Sinn. Die Gefangenschaft des Königs war ein Trost mehr wert als 20 Goldkatzen.
so sprach er der Bulle kräftig zu und vergaß darüber den Toast, den er schon angekündigt hatte. Wirklich mundete sie nun immer besser, je mehr die grünen Pomeranzen zogen. Er schenkte den Nachbarn und schenkte den Nahen und den Fernen fleißig ein und brauchte keinem zuzureden. Nur Bruder Stiefelschmer tadelte das Getränk, es sei zu bitter. Die grünen Pomeranzen hätten nicht so lange drin bleiben dürfen. »Wir wollen uns nicht darüber zanken«, sagte der Fleischer. »Bruder Stiefelschmer, aber ich glaube, die Pomeranzen sind nicht schuld. Du hast vorher schon ein Übriges getan und kriegst nun Angst vor St. Ulrich. Da bist du aber schief gewickelt. Man kann jetzt ein Achtel mehr davon vertragen. Bitter dem Mund ist dem Herzen gesund.« Dieser Ansicht stimmten die anderen alle bei und sprachen so lange zu, bis der eine rechts, der andere links vom Stuhle fiel und der Hauptmann unter dem Tische lag. »Jetzt geschwind in den Stall, Bruder Stiefelschmer. Da habe ich ein paar blanke Rappen gesehen. Damit reiten wir in die Hauptstadt und lassen die Vögel in den Käfig sitzen. Die Leimruten halten sie wohl so lange fest. Dafür lasse ich die grünen Pomeranzen sorgen. Die andere Bande im Eiskeller sitzt auch auf den Klopen. Der König wird seinen Diener loben. Aber die alte Frau wollen wir erst in den Keller sperren, damit sie uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht.« Damit ging es leichter, als er gedacht hatte, denn die Alte hatte sich auch ein Gutes getan und lag nun und schlief wie ein Ast. Sie merkte es gar nicht, als man sie aus dem Bette hob und im Keller wie ein Anker auf den Sattel zwischen zwei Fässer legte. »Nun, Bruder Stiefelschmer, ist dir das Herz noch schwer?« Pfeifend und trällernd schwangen sich jetzt der Fleischer und Bruder Stiefelschmer auf die festen Rappen und ritten zur Residenz. Am Tor trat sogleich die Wache ins Gewehr und präsentierte. Auch blieb hier und da einer stehen und machte Front. Darum kümmerten sich die beiden aber nicht, sondern ritten weiter dem Schlossplatz zu. Vor dem Schloss wirbelten die Trommeln, die ganze Wachmannschaft sprang hervor, stellte sich in Reihe und Glied und der Offizier kommandierte: »Präsentiert das Gewehr!« Bruder Stiefelschmer sah den Fleischer an, als ob er auch überrascht sei, aber davon konnte er nicht die Spur gewahren. Als sie abstiegen und ins Schloss gingen, sagte der Fleischer: »Einer von uns beiden muss der König sein. Wollen wir abschaffen?« »Nun, ich bin's«, sagte der Jäger. »Aber wer bist du, mein Retter?« »Ich bin der neu ernannte Polizeipräsident und bitte um Gnade, Majestät, wenn ich Ihr Inkognito zu streng beobachtet habe.« Nun war der König überrascht. »Wie bist du aber im Eiskeller zurechtgekommen, wo du das Zeichen erfahren hast?« fragte der König. »Da habe ich mich für den neuen Hauptmann der anderen Bande ausgegeben, der den König mit eigener Hand gefangen hätte. Darüber haben sie ja auch grüne Pomeranzen zu Kosten gekriegt. Habe ich meine Sache gut gemacht?« »Exzellent hast du es gemacht. Ich lege dir hiermit den Bruder Stiefelschmer bei. Aber mit dem Großbruder Stiefelschmer wird mich Exzellenz günstig verschonen und dazu reinen Mund halten. Krönen Sie nun Ihr Werk, Exzellenz. Nehmen Sie Mannschaft und ein paar Leiterwagen und heben die beiden Nester aus. Es ist Platz genug in der Hofvogtei.« Das Zauberauge. Es war einmal... Ja, was war denn schnell? Richtig, ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen lebten hoch oben im Norden. Sie hießen Ola und Fritta und sie hatten sich sehr lieb. Es waren nicht Schwester und Bruder, denn den kleinen Ola hatte Frittas arme Mutter einmal im kalten Winter halb erfroren im Walde gefunden und ihn mit nach Hause genommen und nun spielten die beiden zusammen und hatten sich sehr lieb. Im Sommer liefen sie im Walde umher und sammelten Beeren und Moos, machten Kränze und Sträuße von den schönen Waldblumen, die ihre Mutter dann in die Stadt trug, um sie zu verkaufen. Sie suchten Futter für ihre Ziege und sammelten im Herbst Holz und trockenes Laub für den Winter. Sie lagen im Schatten der Bäume und erzählten sich schöne Märchen oder legten sich auf den Rücken mitten in der Waldwiese und sahen hinauf in den hohen blauen Himmel, der immer höher wurde, je länger sie hinaufsahen.
Und wenn die Wolken dort schwer dahinzogen oder wie kleine weiße Lämmer feststanden, sehnten sie sich zusammen hinauf, um von dort die ganze große Welt sehen zu können und mit den Wolken fliegen zu können. Weit, weit weg. Aber sie wollten immer zusammen sein, denn sie hatten sich sehr lieb. Aber wenn wir uns einmal verlieren, Ola? Ach, dich finde ich immer wieder. Du hast ja dein hübsches schwarzes Fleckchen am Ohr und dein goldenes Haar leuchtet in der Sonne. Dich finde ich schon wieder. Und eines Tages waren sie sehr weit in den Wald hineingegangen. Da kamen sie an ein kleines Haus mit einem kleinen Garten daran. In dem Garten standen so wunderschöne Blumen, wie sie solche noch nie zuvor gesehen hatten. In allen Farben sprühte und glühte es darin wie lauter Edelsteine. Die beiden standen still und staunten all die Schönheit an. Da hörten sie eine Stimme sagen: Kommt doch herein, Kinder. Wollt ihr die schönen Blumen haben? Und als sie aufsahen, stand am Fenster des Häuschens ein hässlicher alter Mann mit langen, grauen, schmutzigen Haaren. Und in der Mitte der Stirn hatte er nur ein Auge. Und das war blutrot und funkelte wild. Da erfasste sie eine große Angst und sie liefen schnell, so schnell sie nur konnten, nach Hause und erzählten der Mutter, was sie gesehen. Da dürft ihr nie wieder hingehen, Kinder. Das ist der böse Zauberer. Wenn der ein Kind ansieht mit seinem bösen Auge, wird es krank im Herzen und kann sich an nichts mehr freuen und stirbt bald. Also, geht mir nie wieder so tief in den Wald, hört ihr? Aber Ola dachte Tag und Nacht an die wunderschönen Blumen und wollte so gern welche für Fritter haben. Wenn ich nun schnell hineingehe und hole mir ein paar und sehe dem bösen Mann gar nicht ins Auge, dann kann es doch nicht schaden. Die Blumen sind wie Edelsteine. Wenn wir die in der Stadt verkaufen, werden wir reiche Leute. Dann kann ich für Mutter und Fritter schöne Kleider kaufen. Und ich kann in die weite Welt hinaus und sehen, wie es da aussieht. Und wenn ich wiederkomme, dann heirate ich Fritter. So dachte er jeden Tag und jede Nacht an nichts anderes mehr als an den Zaubergarten. Und endlich konnte er es nicht mehr aushalten. Er wollte wenigstens einmal hingehen und sehen, ob er nicht zwischen dem Gitter durch eine Blume abreißen konnte. Es war ein schöner Sommerabend. Fritter saß auf ihren Schemel und melkte die Ziege. Da rief Ola ihr zu: Ich gehe in den Wald Futter holen. Es ist fast keins mehr im Stall. Ich bin bald wieder zurück. Fritter wunderte sich, da Ola sonst nie allein in den Wald ging. Aber sie konnte nicht fort von ihrer Arbeit und so ließ sie ihn gehen. Ola ging mit klopfendem Herzen tief in den Wald hinein. Es war so unheimlich still um ihn her, da er seine Fritter zum Plaudern nicht bei sich hatte. Nach langem Laufen wurde ihm doch so bange ums Herz und er wollte schon umkehren. Da sah er von weitem ein Funkeln und Leuchten. Das kam von den schönen Blumen, so nah war er schon. Nein, da wollte er doch einmal versuchen, ob er eine bekommen könne. Und ganz leise schlich er sich an den Garten heran. Ringsumher war alles still, ganz still. Er sah keinen Menschen im Garten, auch am Fenster des Häuschens war niemand zu sehen. Und da, ganz nah am Gitter, wuchs eine herrliche rote Blume, die glitzerte und funkelte und strahlte so wunderschön. Die musste er haben. Und er kniete am Boden nieder, zwängte seine Hand durchs Gitter und ergriff die Blume. Da er aber den Stängel hatte, war es, als ob er in ein scharfes Messer griff und sein rotes, warmes Blut troff auf die Erde. Und die Hand war fest an der Blume und er konnte sie nicht mehr losmachen. Da stieß er vor Schreck und Schmerz einen lauten Schrei aus. Und dann hörte er, wie eilig schwere Schritte aus dem Hause kamen und eine derbe Hand packte ihn hinten am Kragen und hob ihn über das Gitter in den Garten hinein. »So, da hab ich dich ja, du Bürschchen. Haben dich meine Blumen gelockt? Nun, so ist's recht. Jetzt kannst du bei mir bleiben. So, sieh mich einmal an!« Und Ola, zitternd an Händen und Füßen, musste dem Zauberer in sein böses Auge sehen. Da war es ihm, als ob sein Herz zusammenschrumpfte, als ob es kalte, schwarze Nacht in ihm würde.
und der Zauberer führte ihn ins Haus. Da lagen auf dem Tische viele hübsche runde Dinger, blau und braun und schwarz. »Das sind Kinderaugen«, sagte der Mann. »Die pflanzen wir draußen im Garten und das werden dann Edelsteine. Von den letzten Gedanken, die das Kind hatte, nehmen sie dann die Farben an. Das Kindesauge, das gerade an seine Eltern dachte, als es herausgerissen wurde, gibt die schönen blauen Blumen. Die Sehnsuchtstränen werden Diamanten. Und wenn ein kleines Mädchen oder ein Knabe eine stille, warme Liebe im Herzen hat, das werden die schönsten Blumen, die feuerroten mit den heißen, goldenen Strahlen. Deine Augen würden solche Strahlenblumen geben, wenn ich dich getötet hätte, ehe ich dich angeschaut. Denn du liebst das kleine Mädchen, das neulich mit dir hier war.« »Nein, ich liebe es nicht«, sagte Ola. »Das hässliche Ding mit dem schwarzen Fleck am Ohr und dem gelben Haar.« »Aha, der Zauber hat schon gewirkt«, murmelte der Alte. »Fürchte dich nicht, ich werde dich nicht töten, denn du sollst mir helfen bei meiner Arbeit. Diese Augen müssen alle im Garten gepflanzt werden, und ich werde alt und kann mich nicht mehr so bücken. Wenn du mir ordentlich hilfst, werde ich dir mein Zauberauge vermachen. Dann kannst du an meiner Stelle hierbleiben und die Kinder locken, die Blumen pflanzen und die Edelsteine verkaufen.« »Kommen denn viele Kinder her?« »Oh ja. Ich suche sie mir auch draußen. Wenn ich ihnen meine Steine zeige, kommen sie alle mit. Wenn ich hinausgehe, sie zu fangen, nehme ich einen großen Schirm vor das Auge, dann fürchten sie sich nicht. So musst du es später auch einmal machen.« »Oh ja«, sagte Ola, »das wird schön.« »Und das kleine Mädchen müssen wir auch haben, denn das liebt dich. Und das gibt die schönen Blumen, die roten, die sind die gesuchtesten und werden teuer bezahlt.« »Ja«, sagte Ola, »das müssen wir auch haben.« Fretta aber saß mit Angst und Sorge zu Hause, denn es war sehr spät am Abend geworden und Ola war noch nicht zurück. »Ach, Mutter! Er ist gewiss bei dem bösen Zauberer. Er hat mir wohl eine von den schönsten Blumen holen wollen, weil ich sagte, sie gefallen mir so gut. Ach, Mutter, was soll ich tun, um ihn wieder herzubekommen? Ich sterbe ohne ihn.« »Sei doch nicht so dumm«, sagte die Mutter. »Lass ihn doch. Ich habe ihn gewarnt. Und er ist ja gar nicht dein wirklicher Bruder. Da brauchst du ihn gar nicht lieb zu haben. Und zu sterben brauchst du schon gar nicht deshalb. Geh lieber morgen in den Wald und hole Blumen, dass ich sie wieder in der Stadt verkaufen kann, denn sonst müssen wir hungern und die Ziege muss auch Futter haben.« Fretta aber weinte die ganze Nacht. Andern Tags ging sie in den Wald. Wie öde und still war es da ohne Ola. Sie fürchtete sich, riss schnell so viel Blumen ab als möglich und lief nach Hause. Und so weinte sie viele Tage und Nächte und wurde blass und aß und trank nicht. Sie hatte nur noch einen Gedanken. Wie kann ich Ola retten? Ach, ich muss einmal hingehen, ob ich ihn wenigstens einmal wiedersehe. Und den anderen Tag ging sie durch den stillen Wald. Lange, lange, bis auch sie die schönen Blumen wieder sah. Und sie ging leise ganz nah heran. Aber die Blumen wollte sie gar nicht. Sie wollte nur Ola sehen. Und richtig, da lag er an der Erde und grub mit den Händen Löcher hinein, und dann legte er etwas in die Löcher hinein und deckte die Erde wieder drüber. »Ola! Ola, was machst du da?« schrie sie. Er aber kannte seinen Namen nicht mehr und hörte sie nicht. Da fing sie bitterlich zu weinen an. Erst als Ola mit seiner Arbeit fertig war, stand er auf, und da sah er sie und kam an das Gitter, und sie streckte die Arme nach ihm aus. Aber er sah sie mit einem bösen, stechenden Blick an und hielt ihr eine Blume hin und sagte, »Willst du sie? So komm doch herein, ich gebe dir alle Blumen, die du willst.« »Aber Ola, lieber guter Ola, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin ja deine Fretta, die du immer so lieb hattest. Ach, sieh mich doch wieder freundlich an.« Aber der Zauberer hatte Olas Herz ganz böse gemacht, dass er nicht mehr wusste, wie lieb er Fretta hatte. »Ich kenne dich nicht«, sagte er. »Du mit dem hässlichen schwarzen Fleckermoor und den gelben Haaren.
aber du hast schöne Augen und die können wir brauchen.« Und er streckte die Hand nach ihr aus, um sie hereinzuholen. Doch sein wilder, böser Blick erschreckte die arme kleine Fretta so sehr, dass sie voll Todesangst davonlief und heiß und mit Fieber in den Adern nach Hause kam. Aber ihre Mutter war nicht zu Hause. Sie war von der Stadt noch nicht zurückgekommen. Sie war schon früher manchmal erst an anderen Tagen heimgekehrt und die beiden Kinder hatten sich nicht gefürchtet. Doch heute zitterte Fretta vor Angst. Sie konnte Olas fürchterliche Augen nicht vergessen. Der arme Ola. Das hatte ihm der böse Zauberer angetan. Sie musste ihn retten. Sie hatte ihn ja so lieb. Aber was sollte sie tun? Das Auge war's, hatte die Mutter gesagt, das Zauberauge. Damit hatte der alte Olas Herz vergiftet. Und nun war er krank und musste bald sterben. Bald sterben? Fretta fuhr von ihrem Lager auf. Ola sterben? Nein, nein, das darf nicht geschehen. Ich muss ihn retten. Es war eine schöne, stille Sommernacht. Dort im Norden sind die Nächte so hell wie der Tag. Fretta stand auf. Sie wusste mit einem Male, was sie wollte. Sie holte sich aus der Küche ein scharfes, spitzes Messer und dann ging sie hinaus in den schlafenden Wald. Ihre nackten Füße machten kein Geräusch und so war es totenstill um sie her. Die Vögel und die Bäume und die Blumen schliefen und nur der Atem des Waldes strich wie ein leichter, weicher Wind über Frettas Wangen. Fretta fürchtete sich in dieser großen Stille so ganz allein, wenn doch nur ein einziger Vogel gesungen hätte. Das Herz wollte ihr springen vor Angst. Aber da dachte sie an Ola und rief seinen Namen leise, ganz leise, aber immer: Ola! 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 Und so kam sie endlich an das Haus des Zauberers. Da war es auch totenstill. Die Blumen lagen müde im Grase und hatten allen Glanz verloren. Fretta kletterte über das Gitter, dann auf die Bank, die am Fenster stand, und sah hinein. Sie zitterte am ganzen Körper, aber sie nahm den letzten Mut zusammen und sah den großen, hässlichen Mann im Bett liegen. Das eine große, schreckliche Auge war geschlossen. Und neben ihm lag Ola und schlief auch. Leise stieg sie durch das offene Fenster in die Stube. Es war so hell darin wie am Tage. Sie schlich ans Bett, er schlief ganz fest, der böse Mann, und hörte nichts. Da stieg sie auf einen Stuhl, von da in sein Bett, ihm zu Häupten, und mit beiden kleinen, schwachen, zitternden Händen bohrte sie das Messer gerade in sein böses Auge hinein. Er stieß einen so grässlichen Schrei aus, dass Ola erwachte und sie greifen wollte, aber sie sprang schnell von ihm weg zum Fenster hin. »Komm, Ola! Mein Ola, deine Fretta ist's! Komm mit mir!« »Ach, du bist's, meine kleine süße Fretta«, sagte Ola und rieb sich die Augen und sah sie wieder so gut und lieb an wie früher. »Ja, wir wollen laufen, nach Hause. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Ich hab wohl geträumt.« Aber der Zauberer schrie in seinem Schmerz so laut, dass Ola bald wieder wusste, wo er war. Da drängte er Fretta hinaus durchs Fenster in den Garten und dem Walde zu. »Nun können wir aber ein paar Blumen mitnehmen. Der tut uns nichts mehr. Siehst du diese rote und diese blauen? Ach, die weißen und die gelben noch. Nein, nein!« schrie Fretta. »Dort steht er am Fenster. Er kommt uns doch nach.« Und sie liefen schnell hinaus in den sommerschlafenden, stillen Wald. Aber sie fürchteten sich nicht mehr, denn sie waren zu zweien und sie hatten sich sehr lieb. »Und aus den roten und blauen Steinen lasse ich dir ein schönes Geschmeide machen, wenn du einmal meine kleine Frau bist«, sagte Ola. Und sie küssten sich und liefen froh und glücklich im Walde umher und dachten nichts anderes, als dass sie sich nun wieder bei den Händen halten und zusammen spielen und träumen konnten. Von dem bösen Zauberauge sprachen sie nie wieder. Der Jüngling im Feuer und die drei goldenen Federn.
Zwei blutarme Leute hatten ein Kind. Das war ein Knäbchen und war gar schön und gut, dass sie ihre größte Freude an ihm erlebten. Das dauerte aber nicht lange, da starb der Mann und der armen Frau ging es herzlich schlecht und sie kam in bittere Not. Darüber grämte sie sich so sehr, dass sie sich hinlegte und ihrem Mann nachstarb. Also stand das arme Kind ganz mutterseelenallein in der Welt und hatte niemanden, der sich seiner annahm. Es bettete sein Brot an den Türen und kam so jeden Tag in das Königsschloss. Da gab ihm der Koch die Reste, welche auf den Tellern übrig geblieben waren. Die aß es im Schlossgarten unter einem Baume. Nun hatte der König ein Töchterchen, das war an demselben Tag geboren wie das Knäbchen, und lief jeden Tag nach Tische in den Garten, um zu spielen. Da sah es dann jedes Mal, wie das arme Kind die geringen Bissen so gierig verschlang, und das tat ihm sehr leid, denn es hatte ein gutes Herz. Es holte ihm Brot und Geld und gab ihm seine abgetragenen Kleidchen, brachte auch Spielsachen mit und die beiden Kinder spielten ganze Tage miteinander. So wuchsen sie auf und wurden größer. Dann nahm das Knäbchen im Schlosse Dienst und wurde als Hirte über das Federvieh gesetzt. Sie sahen sich jeden Tag vor wie nach und je länger es dauerte, umso mehr erkannten sie, dass sie eins ohne das andere nicht leben könnten. Ein paar Jahre später kam ein mächtiger Königssohn zum Besuch an den Hof des Königs. Dem gefiel die Prinzessin so gut, dass er sogleich um ihre Hand anhielt. Der König, welcher seine Tochter sehr liebte, sprach: »Ich gebe gern mein Ja-Wort, wenn es ihr recht ist.« Als der Königssohn aber der Prinzessin von seiner Liebe sprechen wollte, wies sie ihn ab und sprach: »Spart euch die Mühe. Mein Herz gehört dem Gänsehirten an unserem Hofe und keinem anderen. Wenn ich den nicht bekomme, will ich nie heiraten.« Darüber war der Prinz höchlich entrüstet, ging zum König und sagte es ihm wieder. Der König erzürnte sehr, als das er hörte, und sprach: »Dem wollen wir bald abhelfen.« Ließ sofort den Hirten rufen und sagte: »Bereite dich zum Tode. Morgen wirst du lebendig verbrannt, weil du dich vermessen hast, die Prinzessin zu lieben.« Das war an einem Morgen, gerade als der Hirte sein Federvieh austreiben wollte. Er nahm seinen Hirtenstab und ging betrübt hinter seinen Gänsen, Enten und Hinken daher der Weide zu. Da setzte er sich hin und weinte bitterlich, dass er die Prinzessin und sein junges Leben so bald verlieren sollte. Da stand plötzlich ein Greis neben ihm, der fragte ihn, was ihm fehle. Als der Jüngling ihm sein Leid geklagt hatte, sprach der Greis: »Gehe getrost in das Feuer, es wird dir nichts anhaben können, denn Gott kennt deine Unschuld und schützt dich.« Da ging dem armen Jüngling das Herz auf. Er fasste frischen Mut und zog abends heitern Sinnes dem Schloss zu. Da stand der Scheiterhaufen schon aufgerichtet und mittendrin der Pfahl, an welchen er gebunden werden sollte. Die Prinzessin stand aber am Fenster und schaute mit weinenden Augen auf das Holz hin. Da rief der Jüngling hinauf und schwenkte seine Mütze: »Lass deinen Kummer fahren und vertraue auf Gott, der wird uns helfen.« Als sie sah, wie er so fröhlich war und gar keine Sterbensfurcht hatte, da kam auch über sie eine große Ruhe. Warum, das wusste sie nicht, aber sie konnte gar keine Angst mehr haben. Am folgenden Morgen kamen die Henkersknechte zu dem Jüngling, um ihn zu binden. Da sprach er: »Nehmt eure Stricke wieder mit, ich gehe gerne in das Feuer.« Und er kletterte auf den Scheiterhaufen hinauf und stellte sich an den Pfahl. Da schlugen die Flammen bald hoch empor und die Leute, welche umherstanden, hatten rechtes Mitleid mit dem Jüngling und sprachen: »Ach, was muss dies für ein harter Tod sein?« Er stand aber mitten in den Flammen und sang mit heller Stimme, und das Feuer versenkte ihm nicht ein Haar. Als sich die Flammen nach und nach legten und nur die roten Kohlen noch glühten, da staunte das ganze Volk, als es den Jüngling mit seinen frischen roten Backen lachenden Mundes in der Glut stehen sah, wie er seine Mütze gegen das Schloss zuschwenkte. Da stand die Prinzessin nämlich, die winkte ihm mit ihrem Tuch. Und jetzt hatten sich die beiden noch viel lieber als zuvor.
Da frohlockten die Leute und sprachen, ah, das hat der liebe Gott um ihrer großen Treue willen getan. Der König frohlockte aber nicht, sondern befahl den Jüngling, als seinen Zauberer in das Gefängnis zu werfen und alsbald ein ungeheures Haus von Stein zu bauen mit einem eisernen Tor. Das ließ er mit Buchreisig und Eichenholz füllen. Darin sollte der Jüngling verbrannt werden. Als die Henkersknechte kamen, ihm zu binden, sprach er, »Lasst mich frei gehen, ich entlauf euch nicht.« Er ging frohen Mutes in das Haus, dessen eiserne Tür alsbald verschlossen wurde, nachdem das Holz angezündet war. Das Volk hatte jetzt erst rechtes Mitleiden mit dem Jüngling und murrte laut gegen den grausamen König, als die Flammen ihre roten Zungen aus dem Haus streckten. Es dauerte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht, ehe das Holz all verbrannt war, und an dem Tag und in der Nacht wurde viel geweint und blieb nicht manches Auge trocken. Die Hitze war so groß, dass das eiserne Tor an dem Haus schmolz und am Schlosse des Königs alle Fenster zersprangen. Als aber die Flammen kleiner und kleiner wurden und das Prasseln und Knistern aufhörte, da klang mitten in der Feuersglut die Stimme des Jünglings hell und klar wie vor dem in dem Scheiterhaufen. Jetzt jauchzte das Volk laut auf, sodass der König nicht hätte wagen dürfen, dem Jüngling ferner Leid anzutun. Als die Glut fast ganz erloschen war, ging er aus dem Feuerhaus hervor und war schöner als je, sodass die Leute ordentlich Furcht vor ihm hatten und sprachen, »Man meint, einen Engel aus dem Himmel zu sehen.« Er winkte der Prinzessin mit seinem Hut und sie winkte ihm mit ihrem Tuch. Und jetzt hätte nichts in der Welt die beiden voneinander trennen können. Man sollte meinen, ein so großes Wunder hatte den König hören müssen. Aber er hatte ein Herz wie von Stein und sah nur auf einen neuen Anschlag, den Jüngling zu verderben. Er ließ ihn zu sich rufen und sprach, »Ich will euch beide in Gottes Namen zusammengeben. Zuvor musst du mir aber 3 goldene Federn vom Vogel Greif holen.« Der Jüngling sprach, »Hat mich der liebe Gott 2-mal aus dem Feuer gerettet, so werde ich auch dies noch erfüllen können. Soll ich aber umkommen dabei? Ei, ich bin Gott nur einen Tod schuldig und will ihn gern erleiden, wo er will.« »Geh du nur, du kommst nicht wieder«, dachte der König, »denn der Vogel Greif ist ein Menschenfresser, dem man nicht so mir nichts, dir nichts 3 Federn ausrupfen kann.« Das Haus des Vogel Greif lag aber hinter 3 Königreichen und einem großen Wasser. Als der Jüngling nun fortreiste und an das erste Königreich kam, war da große Trauer bei Hofe, denn eines Königs Lieblingsbaum trug keine Früchte mehr. Der König hörte nicht so bald, dass der Jüngling zum Vogel Greif reise, als er ihn zu sich kommen ließ und ihn bat, von dem Vogel zu erforschen, warum der Baum so krank sei. Er wolle es ihn gut lohnen. »Das will ich gern, so ich es kann«, sprach der Jüngling. Im 2. Königreich, wodurch er kam, war große Geldnot, denn der König hatte den Schlüssel zu seiner Schatzkammer verloren. Als der König von dem Jüngling hörte, der zum Vogel Greif reise, ließ er ihn kommen und bat ihn, den Vogel Greif zu fragen, wohin der Schlüssel gekommen sei. Er werde es ihm reichlich lohnen. »Das will ich gern, wenn ich es kann«, sprach der Jüngling. In dem 3. Königreiche war große Wassernot, denn der Brunnen vor des Königs Schlosse wollte kein Wasser mehr geben. Als der König hörte, dass ein Jüngling da sei, der zum Vogel Greif reise, ließ er ihn kommen und bat ihn, den Vogel Greif zu fragen, warum der Brunnen nicht mehr laufe. »Wenn ich kann, dann tue ich es gern«, sprach der Jüngling. Also kam er zu dem großen Wasser. Da stand ein Riese, welcher die Leute hinübertrug. Als er den Jüngling am anderen Ufer absetzte, sprach er, »Zum Lohne für meine Mühe fragt den Vogel Greif, wie ich hier erlöst werden kann.« »Von Herzen gern«, sprach der Jüngling. Als er am Schlosse des Vogels Greif ankam, war dessen Frau allein zu Haus. »Ach, dass du dich hierher verirrt hast! Eile, dass du wegkommst, denn mein Mann ist ein Menschenfresser«, sprach sie. Der Jüngling erwiderte, »Das wusste ich wohl, aber ich vertraue auf Gott und ich musste alles wagen, da ich sonst meine liebste Braut verloren hätte.«
Das freute des Greifen Frau, dass er seine Braut so sehr liebte, und sie versprach, ihm gegen ihren Mann beizustehen. Er erzählte ihr jetzt alles und sie sprach, »Versteck dich unter dem Bett und gib genau Acht, was er sagt. Morgen gebe ich dir die drei Federn.« Während sie so sprach, erhob sich vor dem Schloss ein Brausen gleich dem eines Sturmes, und es wurde ganz finster in dem Zimmer. »Eile dich, da kommt mein Mann!« rief die Frau Greifin, und der Jüngling kroch unter das Bett. Bald darauf kam der Vogel Greif herein, und zugleich ging ein großer Glanz durch das Zimmer, denn seine Federn waren aus purem Gold. »Wen hast du heim? Ich rieche Menschenfleisch«, sprach der Vogel Greif. Und die Frau antwortete, »Ja, du hast recht, es war ein armer Handwerksbursche hier, der hat auf dem Stuhl da gesessen, ist aber bald wieder weggegangen.« Da sah sie der Greif einmal scharf an mit seinen durchdringenden Augen, aber sie ließ sich nicht irre machen und fragte, »Willst du zur Nacht essen?« »Jawohl, und zwar schnell. Ich bin müde und will zur Bette«, sprach der Greif. Da trug sie die Speisen auf und sie aßen zusammen und dann legten sie sich schlafen. Gegen 11 Uhr riss die Frau dem Greif eine seiner goldenen Federn aus. »Oh, weh«, schrie er, »was machst du denn?« »Mir träumte ein König habe einen Baum, der immer schöne Früchte getragen habe und jetzt keine mehr trage, darum traure der ganze Hof«, sprach die Frau. Der Greif sagte, »Das ist die Wahrheit und kein Traum. Der Baum würde schon tragen, wenn kein ermordetes Kind unter ihm begraben läge.« Nach einiger Zeit, als es gegen 12 Uhr ging, riss die Frau ihm abermals seine Feder aus. »Oh, weh«, schrie der Greif, »was hindern dich meine Federn?« Die Frau sprach, »Ich hatte einen Traum, in einem Königreich herrsche Geldnot, weil der König den Schlüssel zu seiner Schatzkammer verloren habe.« »Das ist die Wahrheit und kein Traum«, erwiderte der Greif. »Der Schlüssel liegt unter der Türschwelle, denn der König hat ihn fallen lassen. Und an der Schwelle ist ein Spalt im Fußboden. Jetzt lass mich in Ruhe.« Gegen 1 Uhr nahm die Frau ihm die dritte Feder. »Oh, was fällt dir denn ein, dass du mir meine Federn ausreißest?«, schrie der Greif. »Ich griff im Traum hinein«, sprach die Frau. »Was träumte dir denn wieder?« »Mir träumte, ein Königreich sei in Wassernot, weil der Brunnen vor des Königs Schloss nicht mehr springe.« »Das ist Wahrheit und kein Traum«, sagte der Greif. »Eine Schildkröte sitzt im Rohr, die muss mit einer Kanone herausgeschossen werden. Wenn du mich aber ferner quälst, geht es dir schlecht.« »Es ist ja nicht meine Schuld, wenn ich schwer träume«, sprach die Frau. Als der Greif morgens erwachte, brummte er, »Das war eine schöne Nacht, dass du dich nur nicht unterstehst, noch einmal so zu träumen.« »Ich kann doch nicht dafür, wenn ich bis zum Morgen ängstlich träume. Das ist keine Freude für mich«, erwiderte die Frau. »Bis zum Morgen? Was hat dir denn noch geträumt?«, fragte der Greif. »Ich sah einen Riesen, welcher Leute über ein großes Wasser tragen musste und nicht erlöst werden konnte.« »Das ist Wahrheit und kein Traum«, sprach der Greif. »Er wäre aber erlöst, wenn er einen, den er herübertragen soll, mitten im Wasser absetzte.« Jetzt aß der Greif sein Morgenbrot und dann flog er aus. Der Jüngling kam unter dem Bett hervor, da gab ihm die Frau die drei Federn und das war ein Glanz. »Du hast alles wohl verstanden, was mein Mann gesagt hat«, sprach sie. Und er dankte ihr von Herzen für all ihre Güte, die er ihr nie vergessen werde. Als der Riese ihn über das Wasser getragen hatte, sagte der Jüngling ihm, wie er erlöst werden könne. »Hättest du mir das doch drüben gesagt«, murrte der Riese in seinem Undank, aber das war nun zu spät. Von da reiste der Jüngling weiter zu den drei Königen und gab jedem seinen Rat, wie er ihn von dem Vogel Greif gehört hatte.
Der erste ließ die Schildkröte aus dem Rohr des Brunnens herausschießen, da sprang das Wasser so reichlich, dass alle Straßen überschwemmt wurden. Der zweite König fand den Schlüssel zur Schatzkammer richtig in der Spalte an der Türschwelle. Der dritte König ließ das ermordete Kind an dem Baume herausgraben und zugleich trieb der Baum Blätter und Blüten. Der Jüngling aber erhielt von jedem der Könige einen Sack Gold, so schwer, als sein Pferd tragen konnte, und von dem letzten auch noch ein Reitpferd für sich. Also ritt er mit seinen drei Rossen der Hauptstadt zu, wo seine Liebste wohnte. Als er in der Nähe der Stadt kam, zog er seine drei goldenen Federn heraus und steckte jedem der Pferde eine an den Kopf. Und das leuchtete und glänzte wie lauter Diamanten, wenn die Sonne darauf schien. Etwas Prächtigeres kann man sich gar nicht denken. Aber noch weniger kann man sich die Freude denken, welche die Prinzessin hatte, als sie den Jüngling so stolz heranreiten sah. Sie hatte ja auch so manchen Monat und so manchen Tag mit ihren sehnlichen Blicken die Straße heruntergeschaut und immer vergebens gehofft. Jetzt war auf einmal alles erfüllt, was sie so lange gehofft hatte. Und außer sich vor großer Wonne flog sie die Treppen hinunter und ihrem lieben Bräutigam entgegen. Als der König dazukam und der Jüngling ihm die drei goldenen Federn überreichte, da wurde sein Herz weich und er gab die beiden zusammen. Der Jüngling baute von seinem Gelde nun ein großes Schloss. Daran wohnte er in Lust und Freude mit seiner Gemahlin. Nach des Königs Tode setzte er sich die Krone auf das Haupt und regierte wie ein frommer König, soll in Furcht des Herrn.